Ja, regenerative Landwirtschaft ist jetzt eine neue Entwicklung. Es geht jetzt um Bodenaufbau, Bodenleben und Gründüngungen, um Einbezug der Tiere, ne, die Tiere aus den Ställen auch in die Fläche und viele andere Themen. Und einige von euch haben vielleicht eher einen Garten oder Gartenbau. Da gilt es genauso. Und es geht auch um, ja, einfach die Wolken zu haben, dass wir diese Trockenheit nicht mehr haben. Ne? Es geht darum, dass wir die Böden so wie einen Schwamm haben, damit wir halt dann den Regen, wenn er da ist, auch behalten. Bei kaputten Böden, da das Wasser verdunstet, fließt weg und so weiter. Also das geht uns alle an und ist aus meiner Sicht das wichtigste Thema, dass wir hier überhaupt eine gute Zukunft auf der Erde haben, auf der physischen Ebene. Ja. Dann lade ich euch ein, jetzt eine schnelle Reise zu machen. Ich habe festgestellt, dass es gut geht, wenn man viel bringt, weil dann bleibt es spannend. Ich werde euch aber beobachten. Also wenn ich merke, dass ihr nicht mehr dabei seid, mache ich entweder schnell Schluss oder kürze das. Ja, es geht um eine sichere Zukunft durch profitablen Humusaufbau. Profitabel kann man jetzt auch ersetzen, es produziert viel. Ne? Wir brauchen viel Nahrung. Der Bauer muss leben. Ne? Deshalb profitabel muss es sein, sonst macht jemand das nicht lange. Und zum Glück geht das sehr gut. Ja, zu mir selber ein paar Worte. Ich habe selber, ich habe mal Bauingenieur gelernt, vorher Maurer gelernt. Und beim Bauingenieur habe ich gemerkt, es gibt die Siedlungswasserwirtschaft. Das sind die Leute, die sich mit Kläranlagen, Kanalnetzen und so beschäftigen und Trinkwasser. Und das war ein tolles, ist ein tolles Fach. Ich habe da Spaß dran gehabt. Und habe dann halt in dem Bereich mathematische Modelle gemacht und so weiter. Das war ich der Erste in Deutschland, wurde inspiriert vom Willi Guja von der ETH Zürich, der das noch früher machte. Und das war dann sehr erfolgreich und dann Ingenieurbüro damit gegründet. Und bei dieser ganzen Modellierung, also mathematische Modelle, ne, man rechnet, was kommt rein, was geht raus, und dann sieht man genau, wo irgendwas nicht so richtig aufgeht. Und da habe ich dann gemerkt, okay, die Abwassersysteme, die wir haben, die machen so gar keinen Sinn. Die Nährstoffe, die vom Land kommen, scheiden wir aus in den Wasserkreislauf. Das haut irgendwie nicht hin. Und habe dann angefangen, neue Systeme zu entwickeln. Habe ich dann mit meinem eigenen Ingenieurbüro gemacht. Das lief sehr erfolgreich, weil ich mit dieser Modellierung habe ich eine Software mitentwickelt, die sehr gut lief, wurde dann Marktführer in Europa. Und dann konnte ich mir leisten, auch verrückte Sachen zu machen. Habe dann auch Projekte gebaut, wo halt die Toilette halt Teil einer Düngerproduktion ist. Und kaum 25 Jahre später sieht man plötzlich große Projekte überall. Das dauert ein bisschen, ne? Aber wenn man lange dranbleibt, viele Vorträge hält, dann sind doch welche, die das dann auch machen. Und ich war gerade da in Schweden, habe da auch was gesehen. Und von dem Ingenieurbüro aus habe ich dann eine Professur gekriegt an der Technischen Uni Hamburg. Und gleich Institutsleiter, höchste Stufe Professur und hatte dann plötzlich 20, 25 Leute, mit denen ich arbeiten konnte. Habe dann diese neuen Systeme weiterentwickelt und auch weitergemacht, Arbeit in afrikanischen Ländern und Südostasien und so. Und ich hatte dann gesehen, dass es da irgendwie nicht so gut weitergeht, weil halt die Böden kaputt sind. Und irgendwann fiel mir auf, das ist ja auch hier so. Und zwar relativ schlimm. Und dann habe ich eine Abteilung noch aufgemacht, ländliche Entwicklung. Und da haben wir jetzt drei Leute, die arbeiten an Bodenbiologie, Bodenaufbau, also Forschung zu dem Zusammenwirken von Boden, Wasser und Nährstoffen. Und das macht kaum jemand. Es ist so unglaublich. Es ist so ein wichtiges Thema. Aber das macht einen großen Spaß, weil es halt einfach weiterführt. Und wir haben dann noch eine Abteilung jetzt gerade aufgemacht, Umweltrobotik. Also auch sowas machen wir. Da wird gerade ein Roboter entwickelt, der halt das Jäten macht, der aber dann selektiv jätet und das, was nützlich ist, stehen lässt. Der soll dann auch mal säen können und ernten können und so weiter. Und das ist jetzt ein Projekt für Indien, von Indern für Inder, weil dort der Gartenbau, in vielen Teilen der Welt ist Gartenbau und Landwirtschaft sehr schlecht angesehen. Was traurig ist. Und die Leute, die die Nahrung machen, auf die wird herabgeguckt. Und wenn die jetzt in Indien da mit Robotern durch die Felder fahren und so, dann hoffen wir, dass das so das
Ansehen aufwertet und dass aber auch die harte Arbeit leichter wird. Ja, und das ist hier so ein bisschen die Idee von den neuen Abwasserkonzepten, dass man halt dann statt alles zusammenzumischen, also die ganz einfache Kurzfassung von diesem System ist eigentlich, dass man guckt, wo sind die Nährstoffe und die dann zurückbringt zum Boden. Und wir haben halt da eine sehr klare Unterscheidung. Alles, was Toilette ist, hat die Nährstoffe im Wesentlichen, ist aber eine kleine Menge eigentlich. Ne? Da sind halt tatsächlich hier die Urin und Fäzes, ist eine ganz, ganz kleine Menge. Gibt eine Menge Spülwasser, was man auch zum erheblichen Teil einsparen kann. Und das Restliche, das Grauwasser, ist halt dann Dusche, Waschmaschine und so weiter. Und da sind halt wenig Nährstoffe drin. Und hier ist halt Stickstoff, Phosphor, Kalium, das sind so die Hauptpflanzennährstoffe, die so halt mit der Nahrung in uns gelangen und die wir dann hauptsächlich übers Urin wieder abgeben. Und im Moment ist Mineraldünger sehr, sehr teuer geworden und das wird jetzt nochmal so ein bisschen so einen Anschub geben, auch die Wiedergewinnung da weiterzutreiben. Ja, das ist so ein bisschen die ganz kurzer Überblick. Da gibt es verschiedene Systeme. Ich habe welche gebaut mit Vakuumtoiletten, was ich heute nicht mehr ganz so gut finde. Aber es gibt auch Toiletten, Abwasserkreislaufsystem, wo man den Dünger rausholt. Es gibt Trockentrenntoiletten. Im ländlichen Raum ist es sehr, sehr einfach. Und wir haben auch sogenannte Terra Preta Sanitation entwickelt. Das ist dann eine Toilette mit milchsaurer Vergärung. Also könnte man EM auch nehmen oder sowas. Ne? Und also die Lösungen sind alle da, das Interesse ist relativ gering. Aber man muss sagen, dass in der Schweiz sind auch einige, die da richtig dran arbeiten, Pioniere. Der Willi Guja ist auch auf das Thema dann eingestiegen und seine Frau Tove Larsen hat da viel vorangebracht, Nutzung von Urin, Nährstoffe aus Urin. Und an der EAWAC und ETH wird das Thema auch weitergemacht. Und es gibt eine schöne neue Urin-Trenntoilette jetzt, die, glaube ich, auch dann gut funktioniert. Und da ist halt jetzt unten mal ein Bild von in Helsingborg in Schweden. Und da war ich jetzt gerade, und das ist ein großes Wohngebiet und Büro, wo jetzt im Grunde das Abwassersystem, was ich vor 25 Jahren entwickelt habe, jetzt plötzlich für 2000 Leute gebaut wurde. Und das ist direkt am Meer und da ist der Bezug auch. Ne? Die Nährstoffe sollen nicht im Meer verschwinden, die sollen wieder aufs Land. Ja, und damit sind wir beim Land. Unsere Bodenforschung am Institut, da ist halt einiges, was man messen kann. Und eine der wichtigen Dinge ist halt, wie versickert das Wasser im Boden. Das entscheidet dann darüber, ob man halt jetzt eine Überflutung hat, oder ob das Grundwasser sich aufhöht, ne? Ob ein Regen jetzt segensreich ist oder ein Fluch. Und das liegt nah beieinander und die Entscheidung ist aber, wie gut versickert der Boden. Und wenn man einen guten, gesunden Boden hat mit viel Mikroorganismen drin und der aber auch bewachsen ist, dann ist das der Boden wie ein Schwamm, das Wasser geht weg. Und das kann man recht einfach messen mit solchen Rohraufbauten. Dann machen wir so eine Beregnung und wir machen Kompostuntersuchungen, Aggregatstabilität, biologische Untersuchungen. Und ich bin da immer weniger von überzeugt, von diesen biologischen Laboruntersuchungen, weil der Boden ist keine Agarplatte. Ne? Das ist halt ein ganz großer Unterschied, was man im Labor macht und im Feld. Das wird jetzt immer mehr diskutiert. Wir müssten eigentlich im Feld mehr beobachten und dann gucken, aha, was läuft da. Und da kommt gleich was zu und da sind sensationelle Sachen rausgekommen. Leider nicht bei uns, sondern halt in den USA bei Dr. David Johnson. Wir haben, das ist hier Reisbau, weltgrößte Nahrungsanbau ist Reis, verbraucht etwa 40% der Weltwasserressourcen, weil das halt mit Nassreis unglaublich viel Wasser eigentlich verschwendet. Und wir haben jetzt am Institut über eine Doktorarbeit von Tafsif Shah das derzeit beste Reisanbausystem der Welt entwickelt. Und das ist auch deshalb, weil sich so wenige drum kümmern. Es gibt aber schon sehr lange Trockenreisanbau. Also Reis ist keine Wasserpflanze und der Reis wird weiter auseinandergesetzt mit Kompost
und dann braucht er nicht mehr viel Wasser, wird also nicht mehr geflutet, das Feld. Und das läuft schon seit etwa 40 Jahren im größeren Stil und nennt sich SRI, System of Rice Intensification. Und ich habe das in Indonesien gesehen, vor 20 Jahren ungefähr, auch von einem der dortigen Forscher dazu. Und dann hat halt die, dieser größere Abstand zwischen den Pflanzen führt dann dazu, dass da ganz viel Unterwuchs oder Unkraut ist. Und da mussten die ganz viel hacken. Und deshalb hat sich das zwar ganz gut ausgebreitet bei Kleinbauern, aber es war eine große Bürde. Und Menschen, die wenig Geld haben, für die ist Zeit unglaublich wichtig, weil die müssen dann da und da noch dafür sorgen, dass sie genug zu essen haben. Und jetzt hat halt der Tafsif, der fragte mich nach seinem Studium bei uns, der ist aus Kaschmir, großes Reisanbaugebiet, und sagte, ja, er will gern wissenschaftlich weitermachen, machte das Spaß da bei uns. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist das größte Problem in deinem Land? Und dann sagt er, ja, wir haben kein Wasser mehr, ne? Das Reisanbau läuft nicht mehr. Die Regierung sagt den Bauern, die dürfen keinen Reis mehr anbauen. Aber natürlich machen die das nicht, weil die haben immer Reis angebaut. Und dann habe ich ihm gesagt, hier, kennst du Trockenreis? Und sagt er, nie von gehört, ne? Und das ist das Verrückte, das wird seit 40 Jahren gemacht und das selbst in Kaschmir ist das bisher nicht bekannt. Also es ist wirklich eine Sache von Information und Weitergeben. Ja, und dann habe ich ihm gesagt, okay, dann machen wir hier deine Doktorarbeit, ist jetzt Trockenreis weiterentwickeln. Habe ich ihm ganz freigelassen, wie er das machen will. Da Versuche gemacht, bei uns in Hamburg im Labor haben wir dann Reis angebaut, und aber auch gleichzeitig in Kaschmir mit Kleinbauern. Also eine Kleinbauernorganisation, mit der er zusammenarbeitet. Und dann hatte er die Idee, zwischen die Reispflanzen immer noch Bohne zu setzen. Bohne produziert Stickstoff, ne? Leguminose. Wenn Molybdän im Boden ist, muss man immer sagen. Und war das für uns der Gedanke, okay, der Stickstoff wird geliefert, da braucht man keine Stickstoffdünger mehr kaufen, Geld wird gespart und das Wasser wird geschont, weil da kommt auch kein Überschuss dann, ne? Ja, und dann hat er die Arbeit gemacht, war sehr erfolgreich. Also die Bauern haben mitgemacht. Eine Herausforderung war, Kompost zu kriegen, ne? Weil wenn die Böden kaputt sind, brauchen wir erstmal viel Kompost. Die Lösung dazu habe ich jetzt, die bringe ich gleich, weil das ist inzwischen einfacher geworden. Und das kann halt Millionen, Abermillionen von Kleinbauern in der Welt das Leben sehr erleichtern und auch unsere Landwirtschaft umstellen. Und jetzt hat die Bohne zwar den Job getan, Stickstoff zu liefern, eine zweite Frucht zu liefern, Timing ist nicht so einfach, und der geniale Effekt, den wir überhaupt nicht erwartet haben, war, dass die Bohne eine Beschattung macht und der Unterwuchs nicht mehr hochkommt. Also man braucht kaum noch Jäten, ne? Und das ist jetzt genial. Und da haben wir halt Glückwünsche aus verschiedenen Teilen der Welt gekriegt, aus der SRI-Szene, und ich hoffe jetzt, das verbreitet sich. Weil, wenn jetzt überall Trockenreis gemacht wird, werden 20% des Weltwasserverbrauchs eingespart. 20% des Weltwasserbedarfs kann man relativ einfach einsparen. Die Bauern verdienen mehr Geld, sie produzieren deutlich mehr, sie produzieren eine weitere Frucht, sie brauchen keinen Stickstoffdünger mehr kaufen. Und das ist doch wohl eine Sache, die sich lohnt, da mal nachzugucken. Wissen das die Italiener in der Po-Ebene? Bisher nicht, aber wenn jemand Kontakte hat, schickt denen das rüber. Wir haben in YouTube Vorträge dazu und auch in Englisch. Also das ist so, dass wir müssen es über Netzwerke machen, weil das ist halt, die Regierungen sind nicht interessiert, ne, weil die Bauern brauchen keinen Dünger mehr. Ne, da kriegen die Ärger, wenn die sowas verbreiten. Ja, so pervers ist die Welt ja geworden, das kann man offen aussprechen. Es nennt sich eigentlich Korruption, also die Welt ist so korrupt. Und das ist nicht akzeptabel, aber wir müssen als Menschen jetzt selber schlau werden und halt die Menschen informieren. Und deshalb, wenn du da Kontakte hast, schick denen das rüber, und das kann sich verbreiten. Es verbreitet sich auch langsam, aber es ist, je mehr Menschen das machen, umso besser. Ja, das ist der Reis. Ja, und da ist halt die Sache beim
Reisanbau und auch woanders ist natürlich, wenn der Boden jetzt belebt, ne, das ist ein organisches System mit Kompost, und dann ist der Reis auch noch besser, der hat viel mehr Spurenelemente, also auch noch bessere Nahrung. Also von daher hat das viele, viele Vorteile und das sollte man machen. Hier ist dann der Jäteroboter, ist echt eine harte Aufgabe, aber läuft toll. Also wir haben das eine kleine Abteilung und schauen wir. Der hat dann so einen Greifarm, Kamera, erkennt dann die Pflanzen und holt die raus, die man raushaben will. Und und wir machen da halt das so, dass die mechanisch raus, die werden rausgedreht eigentlich, ne? Und dann haben wir ein tolles Projekt noch gemacht, was ich kurz noch ansprechen will. Das ist ein Aquakultursystem, das hat der Stefan Hügel als Doktorarbeit gemacht. Und man kann dort sehr, sehr viel mehr Protein pro Fläche produzieren als mit den üblichen Tierhaltungssystemen. Links halt Rind, Schaf, Schwein, Geflügel, Eier, Milch. Und die Kombination Wasserlinsen, Graskarpfen hat eine unglaubliche Produktion von Proteinen. Die Wasserlinsen und auch Azolla gehören zu den schnellst wachsenden Pflanzen, die es überhaupt gibt. Deshalb hat man eine sehr hohe Produktion. Auch für Hühnerfutter, Entenfutter, Gänsefutter und so weiter. Und das ist halt einfach auch eine tolle Entwicklung. Gerade noch von jemandem gehört, der macht das im ganz kleinen Maßstab, so nebenher im Garten und läuft wunderbar. Sehr einfach. Im Winter, die sinken einfach an den Boden, brauchen da kein Futter mehr. Und wenn man mal einen braucht, holt man sich einen raus und kann dann auch Weihnachten da frischen Karpfen haben. Graskarpfen ist nicht wirklich so wie die anderen Karpfen. Schmeckt eigentlich ganz gut, die Gräten muss man halt mal so durchschneiden. Das ist in manchen Teilen der Welt sehr bekannt, in Bayern zum Beispiel. Ja, dann habe ich halt gesehen, wir brauchen mehr Menschen auf dem Land, damit es gut weitergeht. Und deshalb habe ich halt das Buch Das neue Dorf geschrieben. Und die Weiterführung von dem ist halt jetzt Neues Dorf für neue Erde. Und das ist ja einfach eine Sache, wo die Vorteile der Stadt und die Vorteile vom Land sollte man kombinieren. Also das interessante Leben in der Stadt macht man auf dem Dorf auch, indem man genug Leute ist, 150 bis 300. Da, wo niemand mehr ist, muss man ein großes Projekt machen. Da, wo noch ein gutes Dorf ist, da kann man halt gucken, wo passt es rein, wo passt es zusammen. Und es sind jetzt sehr, sehr viele Menschen interessiert, aufs Land zu ziehen. Finden aber oft keine Bedingungen, wo man das gut machen kann. Und deshalb ist es gut, da Ideen zu haben, Zukunftsvisionen. Und das ist so ein bisschen mein Thema, jetzt so Möglichkeiten aufzuzeigen, was zu entwickeln. Und durch regenerative Landwirtschaft wird das jetzt sehr, sehr viel einfacher. Ja, die Gliederung. Bodenzerstörung ist Klimazerstörung. Wir haben das Thema, dass wir, wenn die Böden weiter kaputt gemacht werden, was noch leider im sehr, sehr großen Stil läuft, die guten Nachrichten kommen gleich. Ich sage vorweg, ich bin absoluter Optimist inzwischen, weil es läuft so vieles in die richtige Richtung. Wenn man sich viel beschäftigt, viel sieht, viel hört, dann merkt man, wie gut es läuft. Ne? Und die Bodenzerstörung, wenn das so weiterlaufen würde, was nicht mehr passiert, weil die Heilung ist schon sehr, sehr schnell geworden. Europa hängt nach. Also wir sind hier richtig, richtig schlecht. Geht das so? Kann man es noch hören? Ja. Und die Verwüstung der Erde ist etwas, was halt dazu führt, dass das Klima komplett aus den Fugen gerät, weil der Wasserkreislauf zusammenbricht. Also Klima wird ganz wesentlich durch Wasser geregelt, Wasserdampf, Verdunstung, Wolkenbildung, Kondensation, gigantische Wärmemengen werden transportiert über Wasserdampf, kondensieren wieder. Und das ist der große Klimatreiber. Und wenn man jetzt die Böden zerstört, bricht der Wasserkreislauf zusammen. Also der menschengemachte Teil vom Klimawandel ist viel, viel schlimmer, was wir ständig in den Medien hören. Also diese Konzentration auf einen Teilaspekt, trockene Klimagase, CO2,
ist gefährlich, weil das lenkt ab von den wirklichen Problemen. Und die Entwicklung, die ich jetzt sehe, wo ich gleich auch viele Beispiele zeige, dass die schon voll läuft, ist die grüne Erde, dass die Böden regenerieren, dass die Menschen den Wasserkreislauf wieder in Ordnung bringen. Und dann haben wir überall auf der Welt ausgeglichenes Klima, Wohlstand, viel gute Nahrung kann angebaut werden und die Menschen können gut leben. Und die Menschen können auf dem Land dann auch sehr gut leben, weil die Produktion einfacher wird. Ja, das Wasser ist das Wichtigste, weil ohne Wasser läuft nichts. Und ja gut, das ist jetzt ein bisschen, es ist scherzhaft gemeint. Aber jetzt, wenn man mal sieht, in vielen Teilen der Welt sind halt die Böden kaputt gemacht worden. Und es sind nicht nur wir jetzt in der Jetztzeit, die die Böden zerstören. Das ist hier das Lös-Plateau im Norden von China und Innere Mongolei. Und da ist vor, ich weiß nicht, 2.000-3.000 Jahren ungefähr, ja, die dortigen Menschen, die da gelebt haben, sind immer mehr geworden und die waren dann mächtig und haben die Böden immer mehr malträtiert, immer mehr Nahrung rausgezwungen, bis die Böden kaputt waren. Damit ist das Lös-Plateau entstanden, ein erodiertes Gebiet, ne, wie man auf dem Bild sieht. Die Menschen sind abgewandert und damals sind die halt dann, weil sie halt keine Nahrung mehr hatten, haben die ihre Schwerter genommen oder was auch immer die da hatten und haben die umliegenden Länder überfallen und den Leuten da den Hals durchgeschnitten und deren Land genommen. Das ist immer wieder passiert, das führt immer wieder zu Krieg und Konflikten. Wenn die Leute ihr Land kaputt machen, Wasser ist nicht mehr da, gibt es Kriege um Wasser, um Land, um Nahrung. Und das hat zur Bildung von China geführt übrigens. Und jetzt ist aber die chinesische Regierung, die hat tatsächlich jetzt mal ein Projekt mit den Menschen zusammen gemacht. Also in China laufen viele Sachen, die sehr zweifelhaft sind, aber es laufen auch ganz tolle Sachen. Und die haben dort ein Projekt gemacht mit Kleinbauern zusammen, das wieder aufzubauen. Die haben ganz viele Terrassen gebaut, dass das Wasser aufgefangen wird. Millionen von Bäumen gepflanzt. Und die haben den Menschen gesagt, okay, wenn ihr hier mitmacht, dann könnt ihr dieses Land nutzen. Und da, es hat gedauert, bis die zu überzeugen. Also die soziale Ebene ist nicht einfach. Und die waren aber letztlich, haben sie gesagt, okay, wir machen mit. Die hatten auch keine große Wahl. Ne? Es ging alles im Bach runter da oder kein Bach mehr. Oder? Und dann haben die mitgemacht. Und jetzt ein Bild. Hier, das ist von John Liu, der hat ganz tolle Videos gemacht, der hat das dokumentiert. Und John ist da halt als Kameramann gewesen mit dem Fernsehteam. Und dann hat er gesagt, als die da wieder einpackten, der sagte, so ein geiles Projekt da, ich kündige. Er hat dann nur noch solche Sachen dokumentiert und das läuft gut. Also tolle, tolle Videos. Und der hat halt hier in dem in der Dokumentation ein Bild von der gleichen Stelle 10 Jahre später. Gleiche Jahreszeit. Jetzt ist da Wohlstand. Die Menschen kommen zurück aus der Stadt, weil sie sehen, der Brunnen hat wieder Wasser. Es regnet wieder. Und der gelbe Fluss, von dem gelben Fluss haben wir alle schon gehört. Der ist gelb wegen dem Lös. Der gelbe Fluss ist nicht mehr ganz so gelb. Die Fläche ist so groß wie Belgien oder Holland. Ganze Lös-Plateau, so groß wie Frankreich, schon noch zu tun. Aber so sieht man, wie es geht. Ne? Das ist doch eine gute Nachricht, oder? Und in Indien haben diese Techniken einen riesigen Maßstab erreicht. Das habe ich gestern gezeigt. Ein berühmter Schauspieler hat die Leute motiviert. Wettbewerb der Dörfer, da haben jetzt Tausende, Zehntausende von Dörfern mitgemacht. Das ist also wirklich, Indien ist auf dem Weg, ein grüner Kontinent zu werden. Ja, und deshalb, das sind die guten Nachrichten. Ne? Ja, soweit klar? Ja, dann würde ich jetzt mal sagen, ein bisschen was zu Humus, Grundlage. Humus ist die Grundlage für das Leben auf der Erde. Das ist eigentlich, wenn man kurz nachdenkt, jedem klar, aber wir denken selten dran. Und was jetzt
im Großen passiert, was auch jetzt in den Medien viel ist. Ne? Stickstoffdünger ist extrem teuer geworden, und weil er braucht ganz, ganz viel Energie. Ne? Gas wird mit Gas hauptsächlich hergestellt. Und wie gehen wir mit dem Stickstoff um? Das ist die weltweite Stickstoffproduktion von 1945 bis 2015. Oha, sagt man da, was ist das denn hier? Und wenn man dann links sieht, 1960 wurde 80% des Stickstoffs wirklich für die Pflanze verwendet. 2000 waren es noch 30% und heute sind es global 17%. Und wo geht der Rest hin? Ins Grundwasser, in die Atmosphäre. Ne? Also eine gigantische Belastung, und die Bauern zahlen eine Menge Geld, es wird sehr viel Energie verbraucht und das wird einfach verpulvert. Und das ist Irrsinn. Gesundheitskosten, die damit zusammenhängen, sind gigantisch, und die Gesundheitskosten sind in einigen Gegenden viel höher als sämtliche Einnahmen aus dem, was in der Gegend produziert wird. Alleine die Lungenkrankheiten. Und es gibt noch viel mehr. Also diese Partikel. Ne? Und das ist hauptsächlich bei diesen Güllegegenden, wo Gülleüberschüsse sind, die dann verdunsten und so. Und das ist so die Massenbilanz. Also diese Haber-Bosch-Erfindung war eine Katastrophe für die Erde. Ne? Und man braucht es nicht, weil Stickstoff wird im Boden produziert von der Natur. Freigiebig in Mengen, wenn der Boden lebendig ist. Ich brauche keinen Stickstoffdünger zu kaufen. Es ist sogar schädlich fürs Bodenleben. Die Würmer mögen es nicht und so weiter. Also warum macht man den Quatsch? Ne? Und das muss ich langsam rumsprechen, weil sonst sehr viele Höfe insolvent sein werden. Es ist so krass. Stickstoff ist irre teuer, und er wird aber besser im Boden gemacht. Ja, da kommen wir dann dazu, wie kann man halt mit den Pflanzen besser mit der Natur arbeiten. Und die Pflanzen haben halt ihren Darm, Verdauungstrakt außen, ne, die Wurzeln im Boden. Und das ist halt so, dass das Zusammenspiel von Wurzelraum und Bodenleben das Entscheidende ist. Und da brauchen wir eine hohe Diversität. Und wenn man jetzt pflügt, geht dieses Bodenleben immer wieder kaputt. Wenn man wasserlöslichen Stickstoffdünger ausbringt, Nitrat oder Ammonium, was viel gemacht wird leider, zerstört man das Bodenleben. Also das eigene Produktionssystem wird zerstört, und dann braucht man ein anderes, was aber dann teuer ist und viel Energie braucht. Macht keinen Sinn. Und die Pflanze, die weiß eigentlich genau, was sie will. Jetzt könnte man die Pflanze fragen. Und damit meine ich jetzt nicht mit den Pflanzen sprechen, das können auch manche, aber die Sprache ist noch nicht ganz so verbreitet. Dr. Jürgen Reckin, einer der großen Boden- und Nutzpflanzenforscher, der jetzt letztes Jahr verstorben ist im hohen Alter, hat ein kleines Experiment gemacht. Ein Topf mit zwei verschiedenen Sorten Erde, das ist der gleiche Pott. Aber es ist auf der einen Seite ist so der Boden von der agrochemischen Landwirtschaft so gut wie es nur geht. Also Stickstoff, Phosphor, Kalium, Mineraldünger in optimaler Menge, sogar alle Spurenelemente drin, was man fast nie hat. Und auf der anderen Seite, auf der rechten Seite hier, ist dann ein Boden mit Steinmehl, viel Humus und völlig ohne Mineraldünger. Ne? Also auf der linken Seite muss man ordentlich einkaufen und verbreiten, und rechts braucht man das alles nicht, weil da im Boden ist es halt drin. Was mag die Pflanze? Das ist recht eindeutig. Ne? Das ist, die Pflanzen lieben das, haben dann guten Ertrag, sind gesund, und wenn alles da ist, sind sie resistent gegen alle Krankheiten und Insekten sogar. Ja. Es gibt Leute, die haben so wesentliche Dinge rausgefunden. Also die haben tatsächlich gemerkt, dass wir Spurenelemente brauchen, damit es gut läuft. Und das ist hier von John Kempf. Das ist so einer der Vorreiter so in
gucken, wo sind die Mineralien, welche Spurenelemente sind nötig. Und allein um eine vernünftige, also um eine komplette Photosynthese zu haben, braucht es Magnesium, Eisen, Mangan und Stickstoff und Phosphor. Was jetzt nicht heißt, dass der mineralisch sein muss, ne? Im Gegenteil. Dann, um eine vollständige Proteinsynthese zu haben, brauchen wir auch Magnesium, dazu Schwefel, Molybdän und Bor. Die, glaube ungefähr die Hälfte aller Böden der Welt haben Bormangel. Die bauen halt was an, wo die Pflanze sich gar nicht entwickeln kann. Eisenmangel, sehr verbreitet in der Pflanze und damit auch im Menschen. Und Eisenmangel hat mir gerade jemand erzählt, mit Datteln kann man das wohl ausgleichen. Ich habe mich gefreut, dass ich heute Morgen da ein paar Datteln gefunden habe, auf dem schönen Buffet. Und Brennnessel. Bitte? Und mit Brennnessel. Ah, mit Brennnessel auch. Super, ja. Aber auch nur, wenn es im Boden ist. Ne? Das ist halt immer, wenn die Pflanzen haben nicht alle das, sondern die haben auf dem guten Boden haben die das und so weiter. Und dann die Bodenbiologie, das sind die oberen Teile der Pyramide. Das braucht halt das Fundament, dass die Elemente da sind. Später, wenn der Boden richtig brummt, werden die Elemente selber aufbereitet im Boden. Man muss erstmal zum Start muss man gucken, was fehlt und was einbringen. Und die Stickstoffsynthese läuft halt im Boden nur mit Molybdän. Ich habe das mal übersetzen lassen, hier die Sachen von John Kempf. Das ist ganz viel im Internet, aber in Englisch. Und wer die Folien haben möchte, wir machen eine Liste hinterher, da kann man sich eintragen, damit man sich da erinnert. Und die Gruppe von John Kempf ist sehr groß. Also der ist sehr erfolgreich mit seinem Beratungsunternehmen. Und das zeigt halt auch, wenn man eine Sache macht, die funktioniert und sich die Mühe macht, etwas zu etablieren, was noch nicht so bekannt ist, kann man damit sehr erfolgreich sein. Und da möchte ich zu motivieren, dass man halt dem folgt, wo man wirklich denkt, boah, das interessiert mich, da will ich was machen. Man kann Beratungsfirma aufbauen, man kann anfangen, irgendwo sinnvolle Produkte da zu vertreiben und einfach mehrere Dinge tun und dann wird es in der Summe schon ausgehen. Und man kann halt auch Seegras reinbringen. Kollege von der Uni Wismar hat halt Versuche dazu gemacht. Seegras ist ein fantastischer Bodenverbesserer. Und wurden die behördliche Überprüfung hat dann ergeben, es ist zu viel Bor da drin. Und dann darf man jetzt diese Millionen Tonnen Seegras, die da antreiben, Riesenproblem sind, darf man jetzt nicht auf den Acker bringen, weil da angeblich zu viel Bor drin ist. Gigantischer Bohrmangel in den Böden. Wahnsinn, da muss Bohr rein, aber man darf es nicht, weil da irgendwelche Irren sitzen, die vielleicht sogar an diesen Schwachsinn glauben. Und also ich versuche das inzwischen mit Humor zu nehmen. Früher habe ich mich aufgeregt. Wir müssen einfach lachen, müssen sagen, hier seid ihr völlig bescheuert und dann das trotzdem machen. Ne? Ja, bitte. Hat sich jemand gemeldet? Also ich bin der Markus, ich bin ausgewandert auf Spanien und ich bin der Nähe vom Meer und ich habe schon lange Seegras in Kompost hier, ja. Im Aufbereiten, ja. Und sehr guten Erfolg. Ja, das, ich höre das immer wieder, also es hat diese ganze Palette von Spurenelementen mit drin, also gerade vom Meer her. Es gibt natürlich auch Süßwasserseegras, das ist vielleicht auch nicht schlecht, aber vom Meer, das ist toll. Und es gibt auch da in Norwegen gibt es viel Düngung mit Fischköppen und so, ne? Also Fischreste. Ist nicht so gut bei euch? Und vor allem mit der Salz drin. Das ja. Ist ja sehr gut für den Boden auch noch. Ja gut, aber da wo Spurenelemente fehlen, ist eine gewisse Salzung gut, wenn man genug Wasser hat. Also da wo Wasser knapp ist, versalzt es dann. Aber wo genug Wasser zum Spülen ist, da bleiben die Spurenelemente im Boden. Es gibt Bauern, die salzen ihren Boden. Ne? Das geht natürlich nicht in trockenen Gebieten. Ja, danke für den Hinweis. Ich hole mir immer Seegras mit, wenn ich an den Ostsee, das ist bei uns nicht weit weg da, Ostseestrand, und dann packe ich mir immer ein paar Säcke ein. Da im Auto müffelt es dann ziemlich, aber
Fische packe ich nicht ein. So, jetzt kommt ein Ding. Also für die, die gestern da waren, ich habe ein paar Sachen drin, die ich gestern auch schon mal gezeigt habe. Also so erinnert man sich, ne? Und die Produktivität der Ökosysteme. Das sind jetzt Bilder von Dr. David Johnson von der University of New Mexico in USA, der jetzt die Welt verändert. Also der Mann hat mit seinen Entdeckungen die regenerative Landwirtschaft jetzt richtig rund gemacht. Und er hat halt hier mal aufgezeigt, wie produktiv sind verschiedene Natursysteme. Tropischer Regenwald unten, ungefähr 2000 Gramm getrocknete Biomasse pro Quadratmeter und Jahr. Jetzt, ja, Sumpf- und Marschland auch 2000, die Algen wachsen richtig gut, ne? Schwimmpflanzen wären jetzt noch mehr, da muss ich die Zahl mal irgendwo mit da reinnehmen, das wäre noch interessant. Und jetzt kommt das Dolle, dass die moderne Landwirtschaft mit riesigen Fabriken und mit Abbau von Phosphat, wo dann wieder Uran und Cadmium mit drin ist und so weiter, nichts kann. Ne? Das ist eine Bankrotterklärung. Man kann das sofort lassen. Ne, nicht sofort, man braucht eine Umstellungszeit. Aber die Umstellungszeit geht schnell, das zeige ich gleich auch. Und das war vor 100 Jahren noch bekannt. Die Demeter-Landwirtschaft hat es immer noch jetzt beibehalten. Die haben die Böden weiterhin gut biologisch gepflegt, auch durch den Kuhdung. Und das ist auch der erfolgreichste Bioanbau weltweit. Und die haben Australien gerettet, ne? Weil das halt da die Dürregebiete regeneriert. Im ganz großen Stil, auf Millionen von Hektar. Und dann jetzt, wenn man regenerative Landwirtschaft macht, wo kommt man da hin? Jetzt wird es interessant. Wir wollen ja mit der Natur arbeiten, deshalb sollten wir eigentlich auch so gut sein wie andere Natursysteme. Der Wald wird ja auch nicht gedüngt, ne? Da kommt keiner mit Mineraldünger an. Und wenn man jetzt regenerative Landwirtschaft macht, dann der orangene Balken da, das ist so, wenn man, sagen wir mal, einen starken Bodenaufbau macht. Regenerative Landwirtschaft, da muss man schon was tun. Also ich sage überhaupt nicht, dass das einfach ist oder von selber kommt. Es ist aber machbar und man muss es machen, wenn man den Betrieb erhalten will. Und da ist es halt so, dass bei starkem Bodenaufbau kriegen wir schon ungefähr auch diese 2000 hin. Ne? Dreimal so viel ungefähr oder fast dreimal so viel wie beim agrochemischen Modell. Aber wir haben sehr viel weniger Ausgaben, weil wir brauchen nicht den Mineraldünger kaufen. Wir haben Wahnsinnseinsparungen an Energie. Wir haben nicht mehr diesen verdammten Phosphatabbau in Marokko und das Uran auf dem Acker, was damit dran hängt und so weiter. Und wenn man das maximal treibt, und das ist fast unglaublich, kommt man auf über 4000. Das ist eine gute Nachricht, weil das ist so, kann sehr viel Nahrung produziert werden. Und das sind jetzt nicht irgendwie Zahlen, die geraten sind, sondern das sind Messungen von Projekten. Ja, jetzt haben wir ein derzeit viel diskutiertes Thema, das ist CO2. CO2 ist ja die Grundlage des Lebens, ne? Der Lebensbaustein. Alle Lebewesen bauen sich aus CO2 auf. Die Pflanze wächst gar nicht ohne CO2. Und wenn man jetzt so viel Boden aufbaut, so viel mehr Biowasser wachsen lässt, Johnson sagt, man kann den menschlichen Mehreintrag in die Atmosphäre locker kompensieren, sehr locker, wenn das im großen Stil gemacht wird. Und man könnte aber auch sagen, dass wenn jetzt überall sofort alle auf regenerativ umsteigen und das gut funktioniert bei allen, es geht auch manchmal schief, dann droht bei globaler Anwendung eine CO2-Verknappung. Ja, und das ist doch mal was, oder? Diese einseitigen Sichtweisen, wo man nur isoliert einen Parameter anguckt, die hauen einfach nicht hin, ne? Und
Das ist jetzt ein bisschen scherzhaft gemeint. Da wird es nicht zu kommen und das CO2 kommt aus dem Meer wieder raus, dann versauert es nicht mehr so. Ne? Also das ist aber einfach mal als Gedankenexperiment. Du hast da noch was zu. Ja, Wilke, ich freue mich gerade darüber, dass du das so deutlich ausführst. Wilke ist mein Name. Und zwar an dieser Stelle gehört noch das Wort hin, das Unwort unserer Zeit, Weltüberbevölkerung. Das hätte ich so gern ergänzt, weil du machst das so toll. Danke. Ja, danke schön. Da haben wir gestern gerade eine Diskussion auch drüber gehabt. Einerseits, wenn gesagt wird, zu viele Menschen auf der Erde, man muss jetzt welche umbringen oder so, das ist furchtbar, schrecklich, grässlich, pervers. Und es gibt so Perverse, das wissen wir. Weil die Aussagen sind da, das ist nicht zu leugnen. Und es wäre nicht nötig. Also die Erde, ein grüner Planet, kann die Menschheit ernähren, locker. Aber man muss die Böden verbessern, man muss andere Art von Anbau machen. Und es gibt Gegenden, wo die Bevölkerung einfach furchtbar viel zu schnell wächst, in afrikanischen Ländern, die machen ihre ganze Gegend kaputt, weil einfach Armut ist und die Menschen denken jetzt mit vielen Kindern, das ist der Ausweg aus der Armut, was nicht stimmt. Und es ist wichtig, dass wir eine freiwillige Familienplanung haben, dass das Wissen da ist. Und dazu ist ein gewisser Wohlstand nötig. Und wenn man jetzt wirklich einen guten Anbau hat, sind die Kleinbauern, denen geht's gut. Das zeigt sich überall. Also auch in Kaschmir jetzt die Kleinbauern, mit denen wir diesen Reisanbau machen, denen geht es sofort besser. Ne? Die brauchen nicht mehr da so viel Dünger kaufen, die haben mehr Ertrag. Und das ist halt einfach, und das ist so der Zusammenhang. Also danke für den Beitrag dazu. Und das ist, ja, man muss das ein bisschen differenziert sehen. Und die Entwicklung der Böden, dass den Kleinbauern gut geht, ist eigentlich die Basis überhaupt für Frieden in der Welt. Und dass wir Wasser haben, dass alle genug Nahrung haben. Und wenn es den Menschen gut geht, brauchen sie sich nicht mehr die Köpfe einschlagen. Ja, danke. So, und jetzt kommt noch ein Hammer. Also als ich diese Sachen zum ersten Mal sah, das ist auch erst so, was weiß ich, anderthalb Jahre her, ich war fassungslos. Ich dachte, boah, warum haben wir das noch nicht gewusst? Und dann habe ich gemerkt, oh, die sich beschäftigen, die ging es genauso. Also es war so, ging so eine Begeisterungswelle durch die ganze Szene. Und die hält auch noch an, das ist wirklich gigantisch. Und jetzt hat der Dr. Johnson geguckt, wo ist der Zusammenhang, Wachstum oder Pflanzenertrag, wie viel kann man im Anbau erreichen und womit ist der Zusammenhang? Hat er halt geguckt, wie ist der Zusammenhang von Wachstum, das sind die orangenen oder diese dunkelroten Balken, ne? Links wächst ganz viel, rechts ganz wenig, in so Topfversuchen, ne? Sehr akribische Topfversuche. Und jetzt hat er geguckt, ist da ein Zusammenhang zwischen mineralischem Stickstoff in der Form Nitrat hier, an der links oben, und kein Zusammenhang zum Wachstum. Ganz im Gegenteil, viel Nitrat hat man bei dem hohen Wachstum, oder das hohe Wachstum erreicht man nur, wenn man kein lösliches Nitrat mehr hat. Und das ist eigentlich logisch von der Wissenschaft, weil die Natur mag nicht so diesen löslichen, ist für das Bodenleben gar nicht schön. Also kein direkter Zusammenhang löslicher Stickstoff und Pflanzenwachstum. Das ist der erste Hammer. Dann hat er geguckt, Phosphor, auch nicht. Also das Phosphorgehalt, das sind diese gelbe Linie, die sieht man nicht ganz so gut. Dann Kalium, auch nicht. Und das sind jetzt die großen Dünger, die so eingekauft werden, ne? Die da so LKW-weise kommen und ich glaube jetzt 400, 500, 600% teurer geworden sind in der aktuellen Situation. Und dann hat er gedacht, ah, dann müsste es das Organische sein. Wie viel organische Masse ist im Boden? Und das hätte ich auch, da hätte ich drauf gewettet. Und ich hätte die Wette verloren. Weil der Zusammenhang ist auch nicht besonders deutlich. Ne? Und jetzt kommt aber der Zusammenhang, der entscheidend ist. Und ich hätte es nie geraten. Es ist das Verhältnis von Bodenpilzen zu Bodenbakterien. Der Zusammenhang zum Ertrag, zum Wachstum ist irre hoch. Also so ein Zusammenhang, R² 0,88, das heißt, das ist fast ein direkter Zusammenhang. Und das ist absolut irre.
Weil das kann man leicht hinkriegen. Ne? Man braucht jetzt nicht tonnenweise Pilze, sondern man muss die einfach reinbringen, die nicht mehr zerstören durch Pflug oder Biozid. Und schon hat man einen hohen Ertrag. Wieder grob vereinfacht. Ich zeige gleich noch, wie man es wirklich macht. Es steckt ein bisschen mehr dahinter. Aber das ist halt hier David Johnson, der jetzt wirklich die Landwirtschaft rettet, aus meiner Sicht. Ja, das ist etwas, wo Johnson hat nicht viel veröffentlicht. Der ist einer, der auch dann Vorträge hält und YouTube und so weiter. Mache ich inzwischen auch mehr, weil diese ganzen wissenschaftlichen Veröffentlichungen, das liest kein Mensch. Und das ist halt so ein, was weiß ich, das ist einfach akademische Selbstbefriedigung oder so. Ne? Und 90% ist eh Schrott. Ne? Und deshalb findet man die guten Sachen so schwer. Deshalb lieber gucken, wer hat wirklich was Relevantes gemacht, wo wird das dargestellt und so weiter. Nichts gegen die wissenschaftliche Methode, die ist hervorragend. Aber die müssen wir so einsetzen, dass wir Wissenschaft für die Menschen machen und nicht irgendwelche Geldflüsse optimieren oder so. Ne? Wo die so, und jetzt gibt es noch was Schönes. Das ist halt jetzt, wenn man dieses Verhältnis Bodenpilze zu Bodenbakterien erstmal im Blick hat, da hat Dr. Elaine Ingham sehr, sehr viel zugemacht. Also Elaine Ingham, bekannt, wer kennt sie? Echt nicht bekannt. Nur wenige. Boah, ist die genialste Bodenbiologin der Welt. Die macht seit Jahrzehnten tolle Bodenbiologie. Komposttee habt ihr schon gehört. Das macht zum Beispiel der Adrian Ruby. Wir haben nächstes Wochenende hier eine tolle Veranstaltung mit viel mehr Detail und so weiter. Da ist der Adrian Ruby dabei. Der macht in der Nähe von Luzern, der macht regenerative Landwirtschaft vom Feinsten und stellt Komposttee her, weil er festgestellt hat, es ist genial. Und dieser Komposttee ist von Elaine Ingham entwickelt. Und, und sie hat aber Bodenbiologie ja, einfach verstanden. Über die Jahrzehnte, ist dann auch aus der Uni rausgemobbt worden. Ne? Und die üblichen Ackerböden haben ein Verhältnis von Bodenpilzen zu Bodenbakterien, das ideal für Unkraut ist. Ja, schön, klasse. Und wenn man jetzt dieses Verhältnis erhöht, also da unten ist so, da sieht man schlecht, das ist 0,1 und so weiter. Ne? Also sehr, sehr wenig Bodenpilze. Was logisch ist, wenn ich pflüge, dann habe ich die Bodenpilze nicht mehr. Die Myzele zerstört es immer wieder. Und dann ist halt bei den Gräsern, die auch wie das Getreide sind, das ist hervorgehoben, Idealwert für Ackerland 1:1. Also es geht nicht darum, jetzt so viel Pilze wie möglich, sondern halt ein sinnvolles Verhältnis, dass das Ökosystem da richtig zusammenarbeitet. Und das ist halt was, wo dann Getreide gut wächst und dann die Büsche und so und die Stauden und so, die sind halt dann ideal mit 2:1 bis 5:1. Also sind so Werte, die kann man halt angucken mit Mikroskop und so weiter. Oder halt am Erfolg, wenn es gut wächst, passt es. Ne? Ja, und im Wald ist das noch sehr viel höher. Deshalb kann man sich ganz gut mal aus dem Laubwald diesen fetten Humus holen, wo diese weißen Pilzmyzele dran sind. Den Geruch erkennt man. Und das kann man in seinen Kompost ein bisschen reinmischen, in den Boden bringen oder halt auch vermischen mit Wasser mal rausbringen. Und dann reichert man auch wichtige Bodenpilze an. Ja, spannend, oder? Und jetzt, wie man es praktisch macht. Und jetzt haben wir einen Kompost und es ist eigentlich kein, wir nennen es eigentlich immer weniger Kompost, sondern Produktion von Bodenaktivator. Weil bei Kompost hat man so die Vorstellung, ich brauche riesige Mengen. Das ist so das, was in der Biolandwirtschaft nicht gut läuft, weil da man kriegt nicht genug Kompost dran. Ne? Und wir haben jetzt halt nicht mehr nötig, 10, 20 Tonnen pro Hektar Kompost zu holen, sondern wir können mit einem Kilo die Biologie reinbringen und das, was der Kompost sonst macht, das macht uns die Gründüngung und so weiter. Das entwickelt sich im Boden selber. Ne? Man braucht da nicht so viel ranzuschaffen, weil das kann da selber wachsen. Aber da muss man die Startbedingungen machen. Und einen wichtigen Punkt haben wir gelernt, die Pilze müssen da sein.
Was fressen Pilze? Holz natürlich. Ne? Der Pilz ist in der Natur das, was Holz zerlegt. Und deshalb muss man in diesen Kompost genug holziges Material einbauen. Und wenn man trockenes Holz hat, das muss man lange einweichen, weil sonst geht der Pilz da nicht ran. Und dieser Kompost ist letztlich ein sehr aerober Kompost, also mit sehr viel Sauerstoff. Und das machen manche mit viel Umsetzen, was dann sehr aufwendig ist. Und Johnson hat jetzt halt, ist nicht von ihm erfunden, das gab es auch früher schon hier, auch im deutschsprachigen Raum wurde auch schon Kompost mit viel Luftzufuhr durch Rohre und so weiter gemacht. Es gibt alte Veröffentlichungen zu. Und da ist halt durch gelochte Rohre, ist innen genug Sauerstoff und dann wird das so aufgesetzt. Und Johnson sagt, dass das im Grunde ganz, ganz viel Material geht. Es kommt gar nicht darauf an, jetzt die perfekte Mischung zu haben. Aber es braucht halt einen guten holzigen Anteil. Und wenn es irgendwie geht, wenn man irgendwo einen Demeterbetrieb in der Nähe hat, holt man sich mal einen kleinen Eimer mit gutem Mist, Kuhmist von Kühen mit Hörnern. Und dann hat man da eine Biologie drinne, die schon mal zum Start beiträgt. Ja. Ich kompostiere seit 2 Jahren nach Johnson zu. Ah. Und jetzt habe ich mir überlegt, wir schauen ja immer, dass möglichst nachhaltig alles ist, also ohne Plastik, ohne Plastikrohre. Jetzt habe ich das letzte Mal das so gemacht, dass ich es mit Holzpfähle gemacht habe und die dann einfach noch vor dieser 24-Stunden-Abbauphase hin und her bewegt habe, weil ich gedacht habe, ja, wenn ich dann die Rohre ja sowieso rausnehme, dann kommt die Luft trotzdem hin. Aber es ist einfach so, die 24 Stunden, reicht das, weil ich es ja nicht unter dem Mikroskop anschauen kann. Ja. Ah, das ist eine super Idee, vielen Dank dafür. Also jetzt fällt mir jetzt spontan ein, ich nehme halt Holzstücke, die ich einsäge, dass da auch Luft reinkommen kann. Ne? Ah, ja. Und also man zieht tatsächlich diese Rohre raus und das ist uns passiert bei unseren Versuchen an der Uni, dass das dann wieder zusammenfällt und man kriegt es nicht wieder hin, weil da kommt man nicht mehr rein. Also deshalb diese Rohre drin und mit Holz, das ist jetzt ein super Hinweis, das werde ich auch mal jetzt so verbreiten. Man kann das, glaube ich, nicht nach 24 Stunden schon rausholen. Das ist dann, es bricht dann sehr leicht zusammen. Ja, so 48, dann hält es nachher wirklich. Ja. Ja, je nach Materialmischung auch. Ne? Aber das ist ein super Hinweis, vielen Dank dafür. Auch wenn man das Holz mal ein bisschen bewegt, da kommt ja auch Sauerstoff rein. Ne? Mein Sauerstoff ist ja jetzt nicht so schwer zu transportieren. Wenn das irgendwo eine kleine Lücke hat, diffundiert das da rein. Ne? Ja, super, danke. Und die wesentliche Sache ist natürlich jetzt neben, dass da die Biologie da ist, also auch da vom Waldboden da, Laubwaldboden, ein bisschen was rein. Und die Leute, die solche Komposte machen, wenn die irgendwo zum Kaffee vorbeigehen, die haben immer so ein kleines Säckchen da von ihrem eigenen Kompost mit, das wird ausgetauscht. Und wenn man mal irgendwo einen schönen alten Wald besucht, nimmt man sich ein bisschen Boden mit. Wenn man irgendwo ist, wo ein guter Hof ist, der schon lange guten Boden hat, wo es gut wächst, nimmt man sich ein bisschen was mit. Man reichert immer mehr an und es ist halt, wenn jemand einen guten Kompost hat, kann man dem anderen das gleich geben. Auch mit meinem Nachbarn zum Beispiel, wir tauschen da auch immer Biologie aus und das ist großartig. Und die Interessengemeinschaft Gesunder Boden in Regensburg in Bayern sind da klasse. Die sind viel weiter noch als Johnson Zoo. Bisher nicht so bekannt und das ist halt etwas, wo die auch jetzt so einen Bodenaktivator machen. Die machen 5 verschiedene Komposte mit verschiedenen Milieus, ne? Einer, der mehr fermentiert, dann so einen und andere und mischen das hinterher zusammen. Da hat man noch viel breitere Biologie da drin, ne? Und da gibt es viele tolle Entwicklungen. Das ganz Entscheidende ist aber die Wasserregulierung, ne? Also man muss schon ein kleines Dach drauf haben, dabei Starkregen, sonst wird das viel zu nass. Und man muss es gezielt bewässern und messen, weil der zieht auch viel Wasser. Und die andere Sache ist halt, dass man die Feuchtigkeit misst. Und wir brauchen bei einem Kompost, bei so einem Animpfkompost, Inokulatkompost oder Bodenaktivator, brauchen wir diese Thermophase, damit wir die Samen los sind. Weil wenn ich sähe und mit dem Aktivator gleich noch die Unkrautsamen mit verteile, das ist nicht sonderlich schlau. Und das ist aber eigentlich Basiswissen.
Ja, schön, aber ich meine, man sieht, es gibt immer welche, die die Johnson Zoo Kompost machen. Gibt es noch jemanden, der das schon macht oder schon von gehört hat? Wenig. Also das erstaunt mich jetzt, weil es gibt schon doch einige und gerade in der Schweiz ist relativ viel los. Der Adrian Rubi macht es natürlich auch. Ja, dann, also wir machen nächstes Wochenende sehr intensiv noch Details und so weiter für verschiedene Bereiche. Ne? Da gibt es noch Programm, erzähle ich gleich nochmal. Und das, was jetzt halt einfach, damit man mal sieht, was da wirklich passiert. Das ist jetzt so ein Kompost nach 4 Wochen. Johnson ist Molekularbiologe und die haben hier 740 Spezies gemessen, was gigantisch ist. Das ist ein unglaublicher Aufwand, aber das ist sein Hauptgebiet. Das haben die jetzt über Jahrzehnte entwickelt und nach 4 Wochen gab es 316 Spezies. Nach 22 Wochen gab es dann schon 424. Da wird der Kompost normalerweise ausgebracht. Und das Interessante ist jetzt, wenn man den dann stehen lässt, ein ganzes Jahr, dann wird das noch sehr viel mehr. Und das wird nicht einfach nur mehr, sondern jetzt kommen die ganzen Organismen, die besonders wichtig sind, die man sonst nicht hat. Gerade die Pilzmyzele entwickeln sich dann, bilden Sporen und so weiter. Und dadurch, dass ich den jetzt nicht wende, wenn ich einen Kompost wende, mache ich immer wieder das Pilzmyzel kaputt, ne? Und es gibt ja die beiden Lager bei der Kompostierung immer umsetzen. Das andere Lager ist nie umsetzen. Und beide haben irgendwie recht, aber es ist halt, beides kombinieren ist noch besser. Und die Fermentkomposte machen auch Sinn, aber gesondert und hinterher mischen. Und das ist eigentlich toll. Und jetzt hat Jan Wibbing, Dr. Jan Wibbing, der hat bei mir promoviert über Bodenpilze. hat eine tolle Doktorarbeit gemacht darüber und hat jetzt in Äthiopien eine Firma gegründet, Soil Systems. Er ist so ein großer, blonder Norddeutscher und der lebt jetzt in Äthiopien, ist da auch jetzt verheiratet und macht dort Johnson Zoo Kompost und hat da ja auch jetzt Substrate zusammengesucht und das sieht man hier auf dem Bild jetzt schlecht, aber da ist jetzt Stacheldraht ringsrum. Und das sind so die besonderen Herausforderungen. Das ist nicht so, dass jetzt Leute kommen und den Kompost stehlen. Die wissen meist noch nicht, wie wertvoll das ist. Aber es ist einfach, dass die Affen nicht reinkommen. Sondern die Affen machen einem in Afrika alle Versuchsanlagen kaputt. Gut, dann nochmal jemand, der das Ähnliche schon macht, ohne das so benannt zu haben. Das ist dann der Dan Kittredge. Der ist aus meiner Sicht so einer der Gartenbauer, der weltweit am weitesten gekommen ist. Es gibt viele, aber nicht so viele werden sichtbar. Und Dan hat auch sehr viele Vorträge gemacht. Wir hatten ihn auch in Regensburg schon mal bei der IG Gesunder Boden. Und er hat halt, er ist aufgewachsen auf einem Bio-Gartenbaubetrieb und hat es gehasst, weil er da halt immer raus musste, immer arbeiten, morgens bis abends. Der Betrieb lief nicht gut. Und als er den Betrieb übernahm, hat er sich 3 Jahre Zeit gegeben und hat gesagt, wenn ich nach 3 Jahren genug Zeit für Familie, für Hobbys und Reisen habe, dann mache ich weiter. Er hat es geschafft. Und genau mit den Methoden, Bodenbiologie anreichern, er hat vom John Kempf gelernt, die Spurenelemente erstmal anzureichern. Später kommen sie von selber, aber man muss erstmal gucken, was fehlt. Ne? Und dann, er hat noch vieles anderes gemacht und er hat, hier wer die Folien sich holt, da ist der Link drin zum ganzen Wochenendseminar, kostenloses Wochenendseminar, das ist Weltklasse. Und der macht auch, der guckt auch weiter, also der macht nicht nur die aktuell anerkannten wissenschaftlichen Dinge, sondern guckt auch weiter. Und das ist wirklich genial, dass wir jetzt so leicht voneinander lernen können, ne? Einfach dadurch, dass wir das Internet haben. Und in dem Bereich ist YouTube halt wirklich großartig. Jetzt der Komposttee, das wäre was, was er auch machen würde, Elaine Ingham. Und hier gibt es jetzt ein schönes Bild von einer Esskastanie. Es braucht viel mehr Esskastanien. Ich bin vorhin mal hier durch die Gegend gegangen, da oben steht eine sehr schöne, voller Frucht, ne? Absolut toll, so ein schöner Baum. Und Walnuss habt ihr viel, aber die Esskastanie, da sollte man noch ein bisschen verbreiten. Und hier ist eine Esskastanie in Australien
Und da hat Elaine Ingham eine Rückmeldung gekriegt von einem Bauern, der hat Komposttee gespritzt und konnte aber auf der einen Seite vom Baum nicht fahren, weil die Äste da zu tief hingen. Und jetzt ist er da nur links vom Baum vorbeigefahren mit dem Komposttee. Und es lohnt sich, oder? Schade, dass er nicht rumkam, aber es ist halt, hier sieht man mal den Unterschied. Es ist absolut gigantisch. Ja, die Spurenelemente, es sind sehr viele Spurenelemente nötig, wahrscheinlich über 80. Also das, was so in einer bisher klassischen Wissenschaft gesagt wird, essentiell, nicht essentiell, ist wissenschaftlich nicht tragbar. Es gibt viele Elemente, die als nicht essentiell eingespurt werden, die aber wichtig sind für Pflanze, Mensch und Tier. Und insofern muss man dafür sorgen, ist alles da. Die Pflanze nimmt alles auf, dann haben wir in der Nahrung alles, ne? Und bis dahin muss man manches ergänzen, wenn man gesund bleiben will. Und das ist beim Boden genauso, wir müssen manches ergänzen. Und da kann man zum Beispiel Blattsprays nehmen, wo dann halt diese Elemente drin sind. Im Boden ist immer schwierig, das verschwindet da einfach. Aber Blattspray, dann nimmt die Pflanze es auf, es geht ins Bodenleben ein. Ja, Basaltmehl, Steinmehle halte ich nach wie vor für sehr gut. Und wenn die Biologie richtig rund läuft, kommt aus jedem Boden alles raus, ne? Die Allgegenwart der Elemente. Ja, dann die Kernaussage nochmal, humusreicher Boden hält Wasser wie ein Schwamm und regeneriert das Grundwasser. Und das ist die Grundlage unseres Überlebens, dass wir genug Wasser haben, dass wir Wolken haben, dass wir ein ordentliches Klima haben und als Nebeneffekt gibt es genug Nahrung. Humusreicher Boden verhindert weitgehend Trockenheit und Überflutung. Und es gab schon halt die Vorläufer, die so sich auch mit Spurenelementen beschäftigt haben. Professor William Albrecht, USA, 1940. Die Sachen sind schon sehr, sehr lange bekannt. Und ja, das ist jetzt der Teil zum Humus und wie man ihn elegant aufbauen kann. Ist das, ja, da hinten ist eine Frage oder ein Hinweis oder ein Beitrag. Hallo, mein Name ist Nele. Ich habe eine Frage, und zwar, dass das jetzt wenn man recht groß denkt, oder? Wenn man jetzt zum Beispiel einen kleinen Garten hat oder vielleicht auch nur einen Balkon. Was halten Sie denn so von diesen Wurmkisten zum Beispiel? Das ist ja gerade auch ein großer Trend, was man auch recht einfach und simpel auf entweder sogar in der Küche machen kann oder auf dem Balkon. Genau, würde mich interessieren, was da Ihre Einschätzung ist. Ja, also die Sachen, die ich hier schildere, die sind für kleine Flächen genauso. Ne? Das ist nicht nur für große, es gilt für einen Gartenbau, es gilt für kleine Gärten. Es gibt ja viele Häuser, die haben so einen kleinen Garten, da passiert nicht viel, weil der Boden halt die Biologie nicht hat. Genauso kann man das da auch machen, auch mit Komposttee und so. Das ist alles nicht schwer, das kann man auch im kleinen Maßstab machen. Wurmkiste auf dem Balkon ist insofern schlau, weil man halt wirklich da das ganze Küchenkompostzeug los wird. Wenn man jetzt auf dem Land lebt, würde ich keinen Wurmkompost machen, weil die Würmer fressen mir ja schon das weg, was ich als Bodenfutter reingeben will. Und insofern ist das halt so, muss man gucken. Also es ist also ich würde einen Kompost machen, der keine Würmer hat, weil die Würmer ja im Boden sind und ich will die Würmer ja im Boden anreichern. Und das ist so ein Gedanke dazu. Aber Wurmkiste habe ich selber lange auch gemacht und kann gut funktionieren, aber man muss halt das Zeug immer sehr klein machen. Ne? Wenn man da zu großes Zeug reintut, dann hat man die Fliegen drin und so weiter. Ja. Ja, Ralf, kannst du noch etwas zu Stefan Hügel sagen? Mineralenwende? Ja, also der Stefan Hügel, der diese Aquakulturforschung gemacht hat, der hat das Institut für Mineralien-Kreislaufforschung gemacht. Ich habe gleich noch eine kleine Folie dazu. Und der hat diese Blattsprays entwickelt, ne? Dass man halt die Pflanze da, wenn man sieht, die schwächelt irgendwie so, da fehlt was. Das ist oft, wenn die Blätter halt dann irgendwie gelb werden oder so, dann kann man das Blattspray draufgeben und dann kann man die Pflanze noch retten. Also da kann man auch eine Kultur retten, die vielleicht sonst nicht mehr verkäuflich wäre im kommerziellen Anbau. Und
man reichert halt die Elemente letztlich im Boden an, sodass die halt dann auch im Bodenleben überall vorhanden sind. Ne? Aber ich habe gleich noch eine Folie dazu. Der hat einen Verein gegründet, da kann man Vereinsmitglied werden, bei der Forschung mitmachen. Ne? Das ist Weltklasse, was der macht. Also der baut auf John Kemp aus, das wird hoffentlich der John Kemp von Europa. Ja, viele gute... Ah, hier ist noch... Dort siehst du. Ja. Ja, hallo, mein Name ist Sandra. Ich habe noch eine ganz praktische Frage. Ein Teil unseres Landes liegt in der Quellschutzzone und da dürfen wir streng genommen keinen Komposttee ausbringen. Heißt ja nicht, dass wir es nicht tun, aber kannst du dazu was sagen? Also hast du da Erfahrungen oder Beispiele? Es gibt inzwischen einen ziemlichen Regulierungswahn. Die Probleme sind real. Wir haben massiv Nitratauswaschung ins Grundwasser und so weiter. Aber wenn jetzt gefordert wird, wie zum Beispiel in Deutschland, unter jedem Kompostplatz eine Betonplatte zu machen, es ist der absolute Irrsinn, weil das ist völlig sinnlos, bringt gar nichts. Wenn, dann macht man oben was drüber, ne, damit der Starkregen das nicht auswäscht. Wir haben oft zu wenig Wasser im Kompost, also von daher ist das völlig falsch rum. Und so ein Dach drüber machen, was man vielleicht auch mal aufmachen kann, ist so einfach. Aber Behörden fordern jetzt Betonplatten und wir helfen jetzt einigen Bauern auch, dass sie das nicht machen. Wir machen Messungen und das ist halt was, wo einfach vieles, ja, sagen wir mal, aus gutem Grund gefordert wird, aber dann irgendwie so ein bürokratisches Monster wird. Und man muss ja verantwortungsvoll arbeiten und man kann halt auch mal messen, wo ist noch der mineralische Stickstoff drin, der ist ja relativ einfach zu messen, dass man mal Bodenprofil rausholt, dass man misst, dass man das in Eigenverantwortung macht, dass man halt guckt, okay, ich will hier ja auch keinen Stickstoff ins Grundwasser bringen. Dieses Stickstoffargument wird gerade so zu einer Totschlagkeule und es ist, wenn das mit dieses Stickstoffthema, was ein reales ist, wenn das genommen wird, um jetzt die bäuerliche Landwirtschaft zu zerschlagen, dann sollte man das nicht mitmachen. Also es muss Sinn machen, die Maßnahmen und ordentlich wirtschaften, Boden aufbauen. Ein lebendiger Boden hält den ganzen Stickstoff. Ne? Das Bodenleben nimmt den sofort auf und das wäscht dann nicht mehr aus. Und wenn man tiefe Wurzeln hat, vielleicht noch Bäume in der Reihe, dann sind tiefe Wurzeln, die holen den Stickstoff auch wieder hoch, wenn da mal welche rausgeht. Ne? Also das ist eigentlich viel besser, als jetzt einfach solche Regelungen zu machen. Mhm. Ja. Ja, ich bin der Werner. Ja, man hakt jetzt in den letzten Jahrzehnten da und dann auf den Bauern rum, dass sie ihre Böden falsch behandeln, sie werden auch falsch aufgeklärt. Wie macht man das jetzt, wie klärt man jetzt die Bauern auf, dass sie eigentlich die Böden nicht mehr umbrechen und die Bödenaggregatzustände zerstören etc. etc. Wie klärt man sie auf, ohne dass man gleich vom Land gejagt wird? Ich habe mir ein paar kleinen Film gedreht an einem Boden im Kanton Schaffhausen und er hat mir dann erzählt, als er gefilmt hatte, kam da sofort der Bauer und hat dann gesagt, ja, was machen Sie hier? Und da war. Und ja, ich kann die Bauern auch verstehen, weil in den letzten Jahrzehnten hatten sie wöchentlich irgendwelche Vertreter der Agrarchemie auf dem Hof, der ihnen gesagt hat, wie sie es tun sollen, völliger Schwachsinn. Dann kommen noch die Ausbildungsstätten dazu, Agronomen, die das Gleiche dazu tun. Die haben immer noch das Gefühl, dass die Mineralstoffdüngung, die Düngesalze, die Erträge in den letzten 60, 80 Jahren gesteigert hätten. Das ist ein kompletter Quatsch, sondern es ist die Redoxpotenzialverschiebung eigentlich gewesen in Richtung Oxidation, also der exorbitante Bodenabbau, der eigentlich die Ertragssteigerung erst möglich gemacht hat. Hat das Konto abgeräumt, ne? Genau, genau. und dass man eben das nicht mehr tun sollte. Und wie macht man jetzt? Wie kommt man jetzt an die Bauern ran, um die aufzuklären? Weil von der anderen Seite wird es ja nicht gemacht, weil die profitieren ja, die verdienen ein Schweinegeld, oder? Ja, das ist genau das Kernthema. Wie kann man das rüberbringen? Und zum Glück funktioniert das schon sehr gut, weil sehr, sehr viele Bauern jetzt merken, dass es so nicht mehr geht. Dieses Rumhacken auf Bauern ist furchtbar, das muss sofort aufhören. Und auch jemand, der agrochemisch arbeitet, habe ich auch inzwischen großen Respekt vor, weil auch das ist nicht leicht, Jahr für Jahr da eine Ernte zu erzeugen und
nicht unterzugehen. Aber jetzt gemeinsam da gute Wege zu suchen, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das ist auf einem guten Weg. Demeterbauern sind schon auf einem recht guten Weg. Und das, was halt jetzt von denen kommt, die schon lange regenerativ machen, das ist halt hauptsächlich in den USA, ein paar sind auch im deutschsprachigen. Und die sagen, das, was die Nachbarbauern überzeugt, ist mit dem Spaten in den Boden zu gehen. Auf den Boden, der nicht gepflügt ist, der keinen Mineraldünger kriegt. Und dann gehst rüber auf einen, der gepflügt ist und Mineraldünger hat und Biozide. Und dann sagen die, upsala, und sind still und sind zumindest schon mal interessiert dann. Ja. Ich bin nochmal schnell der Markus. Ich habe Kompost schon bei mir unter dem Baum gemacht, eben in Spanien unten. Und wenn man sieht, wie sich der Baum freut hat, gehen die Wurzeln gehen unten runter. Ich habe die ersten Hochbeete unter den Bäumen unten gemacht. Die gehen schön unten runter. Es hat erst super gute Ernte gehabt, kurz. Und nachher ist nichts mehr gewachsen. Wieso? Ich bin nachher nadern gegangen, habe ich gesehen, überall so eine Wurzel drunter. Und da bin ich eigentlich verklopft, was du gesagt hast, dass man auf dem Beton neuerdings muss Kompost machen. Also Kompost wirklich auf die Erde tun. Und dann noch ganz kurz wegen der Feuchtigkeit. Ich tue kein Wasser drin, selbst wenn ich. Ich lasse ihn einfach machen, den Kompost. Okay, ich arbeite noch mit EM, also mit Mikroorganismen. Mhm. Aber ich habe noch nie ein Problem gehabt, dass man den Kompost zu trocken gesehen ist. Ah, ja. Und mir hat es im April das letzte Mal geregnet bei mir. Okay. Ja, danke für den Hinweis. Ja, es gibt viele Wege. Man muss ausprobieren, was funktioniert. Ne? Mhm. Ja. Ja, ich habe noch eine praktische Frage zum Trockenreisanbau. Mhm. Ich habe letztes Jahr eine Terrassierung angelegt, die angeschlossen ist am Wasserkreislauf bei uns. Und jetzt habe ich das erste Mal Trockenreis angebaut. Also er kommt vom Seeland, von der Schweiz. Wird aber auch die gleiche Sorte im Tessin als Trockenreis angebaut. Und ich habe dann auch diese Idee bekommen mit dem Stickstoff und habe es dann zusammen mit Süßlupinen angebaut. Und ich habe so das Gefühl, irgendwie nach einem Monat, eineinhalb hat das irgendwie stagniert. Und weil ich es eben mit Trockenreis versuchen wollte. Und dann dachte ich, ja gut, dann hänge ich es jetzt eben an diesen Wasserkreislauf an. Und dass ich das gemacht habe, also ich habe auch gesehen, ist, der Reis wurde eher, also das Grasreis wurde dann eher so gelblich. Und als ich es angehängt habe, wurde es dann richtig schön grün. Und jetzt sind die ersten Reis, also ich kann die jetzt sehen, es ist alles super. Aber ich möchte natürlich lieber auf den Trockenreis gehen. Kannst du mir einen Tipp geben, wie es nächstes Jahr funktionieren könnte? Oder, weil ich habe die Süßlupinen habe ich jetzt einfach so irgendwo reingestoßen. Mhm. Und vielleicht hätte ich einen, und den Reis habe ich einfach ausgesät, so nach. Und vielleicht gibt es ja irgendwie Pflanzabstände, die ich besser einhalten könnte, damit das besser funktioniert mit dem Trockenreisanbau. Oder gibt es sonst einen Tipp von dir? Also, da haben wir ein Video in meinem YouTube-Kanal, ist ein Video, wie man es genauer macht. Die machen üblicherweise im Trockenreis 30 cm Pflanzabstand und man muss schon das Timing so, von wann wird der Reis gesetzt und wann setzt man da Bohne oder Lupine, ist interessant, dazwischen, und es sollte möglichst dazwischen sein und einzeln gesät werden. Also es ist natürlich irgendwie einfacher, das so zu verstreuen oder so, ist auch vielleicht naturnäher, aber ich glaube, wenn man einen guten Ertrag haben will, ist es besser, das auch so von den Abständen zu machen. Und es heißt nicht bei Trockenreis, dass man den vertrocknen lässt. Also schon ordentlich bewässern. Und der braucht auch ordentlich Wasser. Ne? Aber dass man da halt jetzt nicht unter Wasser setzt, weil dieses Unterwassersetzen, da verdunstet es dann. Ne? Ich würde jetzt erstmal ein bisschen weitermachen. Ein paar Sachen werden sich jetzt noch klären, weil jetzt zeige ich so ein bisschen was aus der Praxis. Ne? Das war jetzt so die Grundlage. Und ja, Bert. Ich würde gerne beliebt machen, dass wir den Ralf den Vortrag fertig machen lassen und die Fragen vielleicht auf einen späteren Zeitpunkt verschieben, dass wir auch rechtzeitig in die Mittagspause kommen. Ja, machen wir so. Also jetzt nur noch dringende Fragen, Nachfragen kurz rein. Es geht aber aus. Ja, es gibt klare Prinzipien. Sichere Zukunft ist machbar. Boden beleben, Düngerschätze heben, Wasser in den Boden geben. Und das ist halt letztlich die Phosphatdüngung hat in den meisten Böden für Jahrhunderte genug Phosphat.
wenn man das Bodenleben hat. Ne? Das ist die gute Nachricht. Also man hat da schon einfach auch was im Boden, was man lange, lange, lange nutzen kann. Stickstoff macht der Boden selber. Kalium muss man gucken, wie es im Boden vorhanden ist. Die Praktiker aus dem Bereich, also regenerative Landwirtschaft, wurde im Grunde entwickelt von Ray Archuleta, ein früherer Landwirtschaftsberater der USDA, US Department of Agriculture, also ein offizieller Landwirtschaftsberater, hat gemerkt, dass er 20 Jahre den Bauern da was Falsches erzählt hat, was für sie schädlich war, und hat dann halt angefangen, regenerativ, also mit dem Bodenleben zu arbeiten, hat tolle Vorträge, sind immer noch super gut in YouTube zu finden, Ray Archuleta. Und der hat frühzeitig mit Gabe Brown zusammengearbeitet und Gabe Brown ist da richtig berühmt mit geworden. Der liebt auch Vorträge und so, ist richtig toll. Und der hat das Buch geschrieben, Dirt to Soil, der deutsche Titel, aus toten Böden wird fruchtbare Erde. Ja, in manchem ist Englisch einfach eleganter. Und der hat 2000 Hektar Betrieb und da der war im Untergang. Und das ist North Dakota, schlimmstes Klima, was man sich vorstellen kann. 200 Tage, wo es Frost geben kann, 300-400 Millimeter Niederschlag und wirklich brutalst. Viele gehen da ein, also es sind nicht viele, die das da schaffen, jetzt noch Landwirtschaft zu machen. Und er hat dann angefangen, jetzt mit Ray Archuleta zusammen, das Bodenleben zu entwickeln, mit dem Pflügen aufzuhören und Gründüngungen zu machen. Und er hat es tatsächlich geschafft, über die letzten 20 Jahre sein Humusgehalt massiv aufzubauen. Und er hat tatsächlich gemessen, dass sie 0,4 bis 0,5% Kohlenstoff pro Jahr aufgebaut haben. Und wer sich so ein bisschen auskennt, das gilt als unmöglich. Das sind auch hohe Zahlen, muss ich zugeben. Also er hat da schon... Das schafft nicht jeder, aber selbst wenn man davon ein Drittel schafft, ist schon absolut genial. Und das heißt, unsere Zukunft ist gesichert, wenn wir halt es schaffen, mit dem Bodenleben zu kooperieren. Und das, wie gesagt, es ist in Nordamerika ist das riesig. Das sind zehntausende Betriebe, die regenerativ arbeiten. Das Land hat sich schon verändert dadurch, ne? Und Wohlstand ist zurück. Ja, und dann ist, da ist ein Video von ihm auch, es gibt eins mit deutscher Übersetzung, das habe ich hier drin, das Buch ist klasse, ist mehr ein Roman, das ist ein Familiensaga sozusagen und toll zu lesen, aber man lernt gleichzeitig, was er gemacht hat. Es ist vieles schiefgegangen, er hat ein paar Mal Katastrophen erlebt durch Wetterkapriolen und so weiter und auch wenn immer mal was schief geht, geht es trotzdem gut weiter letztlich. In Deutschland, also in USA, Gabe Brown, in Deutschland Josef Braun, Sepp Braun. Und Sepp hat einen Hof in der Nähe von München und der macht auch schon sehr lange regenerative Landwirtschaft, auch mit Agroforst dazwischen, das ist auch ein Teil von regenerativ. Er hat Tier und Fläche, ne? Also dass das Tier halt die Gründüngung runterweidet und so weiter. Und dann gibt es den Hof Häkler. Der Josef Häkler ist leider verstorben jetzt im Winter, aber die Töchter machen weiter. Und das ist das Gute, ne? Die regenerativen Höfe, die werden übernommen von den Kindern. Die anderen, das ist kaum zu machen, das will kaum noch jemand machen. Und zum Glück gibt es ein paar Junge, die das dann lernen und die dann sagen, so jetzt ich übernehme, aber jetzt halte ich da raus, wir machen jetzt anders. Ne? Ist ein großes Problem bei den Höfen, dass die Alten nicht lassen können, also dass die immer noch reinregieren. Und wenn ich jetzt bis 60 da gegängelt werde, dann ist das nicht attraktiv, einen Hof zu übernehmen, oder? Und inzwischen gibt es aber jetzt eine Entwicklung, dass die Höfe auch in Rente übergeben werden. Also dass man, wenn man keine Kinder hat, die den Hof übernehmen wollen, dass Leute kommen, die das entsprechend können. Und das dann halt abbezahlen aus dem Ertrag, ne, als Rente für den Bauern. So, ne? Und das ist eine gute Entwicklung. Das ist also, das könnte viele Höfe retten. Ich bin Fan von bäuerlicher, kleinräumiger Landwirtschaft. Und weil das ist das Zukunftsmodell. Und dann Henning Knudsen in Schleswig-Holstein. Und so sind so ein paar, die das gut machen. In der Schweiz haben wir Regenerativ Schweiz. Und das, die Website ist unten. Die haben mal hier, das ist üblicherweise, sprechen die Leute von den fünf Prinzipien. Minimale Bodenbearbeitung,
lebende Wurzeln, auch tiefe Wurzeln und flache und so weiter. Bodenschutz, das heißt, es sollte halt der Boden nicht zu lange offen liegen, weil dann Erosion kommt, Winderosion, und wenn die Würmer was fressen wollen, finden die nichts. Und deshalb halt Gründüngung drauf, Mulch drauf und so weiter. Integration von Tieren im Verhältnis zur Fläche und eine erhöhte Biodiversität, zum Beispiel durch Agroforststreifen, Hecken und so weiter. In den Hecken sind dann die Nützlinge und die können dann die Schädlinge wegfressen. Wenn in der ganzen Gegend überhaupt nichts mehr ist, wo irgendwelche nützlichen Vögel oder Insektenfresser da eine Zuflucht finden, dann braucht man sich nicht wundern, wenn die Überhand nehmen. Ne? Ich habe jetzt dieses Jahr sehr schön gesehen, wie die Kartoffelkäfer, die jungen Larven, wurden von den Wespen weggefressen. Und wir haben jetzt kein Problem mehr. Anfangs waren die Kartoffelkäfer schon viel geworden, aber dann kamen immer mehr Wespen und das hat sich einreguliert. Ne? Ist doch schön. Ja, diese fünf Prinzipien ist das, was so Gabe Brown, Ray Archuleta entwickelt hat. Ich habe jetzt mit den Arbeiten von Johnson zusammen und was so jetzt auch die Spurenelemente-Thematik ist, John Kempf und Stefan Hügel, habe ich jetzt 7 Ansatzpunkte für regenerative Landwirtschaft aufgestellt. Und das ist halt jetzt, das fängt halt an mit Verbesserung der Bodenbiologie. Weil Gabe Brown hatte das so noch nicht, ne? Der musste kämpfen. Und heute ist es einfacher geworden, weil man jetzt weiß, was muss man als erstes machen. Deshalb habe ich es gleich als erstes mit reingeschrieben. Und dazu gehört aber auch dann Komposttee mit reinzubringen, um halt das Bodenleben dann auch zu füttern. Dann Ergänzung fehlender Makro- und Mikronährstoffe im Boden. Später aktiviert das Pilzmyzel alle Mineralien auch aus der Tiefe. Und auch die Steinmehle reinbringen ist immer eine gute Idee und so weiter. Dann fangen jetzt eigentlich die 5 Prinzipien an. Ich habe es ein bisschen anders strukturiert, ein paar Sachen noch reingebracht und so. Minimale Störung des Bodens, nicht umgraben, pflügen, maximal grubbern oder hacken. Für die, die vom Pflug noch nicht ganz so wegkommen, bis 15 cm Tiefe pflügen ist noch akzeptabel. Da kann man das Bodenleben mit aufbauen. Und später geht man dann ganz zum Grubbern, wenn es richtig läuft. Eine der wichtigen Maßnahmen, und das ist eine Maßnahme, die Spaß macht, den Nitrat- oder Ammoniumdünger sofort weglassen. Weil der schadet nur. Und das geht von Jahr 1. Und insofern kann der Bauer, der das macht, von Jahr 1 an mehr Geld verdienen. Der Ertrag bricht manchmal erstmal so ein klein bisschen ein, Umstellung und so weiter, wird aber nicht viel weniger sein, aber man verdient letztlich mehr, weil man halt diesen Stickstoffdünger nicht mehr kauft. Phosphor ist eigentlich auch immer genug im Boden, aber da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil es gibt Kalkböden, da ist der gebunden und so weiter. Also ich sage jetzt nicht, dass das einfach ist. Die Prinzipien sind zum Glück einfach, ne? Die kann ich. Die Details kann ich nicht. Ne? Manches weiß ich, aber das ist eine Kunst. Ne? Eine hohe Kunst bei dem Boden. Kalkige Böden sind wieder was anderes und so weiter. Ne? Und deshalb Forschungskreise bilden, wenn man sowas machen will. Man tut sich mit ein paar anderen zusammen, dann macht es auch mehr Spaß. Und wenn Bauern was umstellen, das ist immer eine harte Sache, weil auf dem Land wird man sofort ausgelacht, wenn man was anderes macht und wird verspottet. Das können nicht alle ab. Und deshalb tut man sich halt mit ein paar Nachbarn zusammen. Und dann steht man besser da. Und dann kann man die anderen auch mal auslachen, wenn die zu spöttisch werden. Das ist ein wichtiges Thema. Ja? Ich habe auch eine Frage. Ja. Wir haben zu Hause eine Komposttoilette. Ja. Und wir trennen das voneinander. Also die Urin ist ja reich an Stickstoff. Mhm. Das bringen wir auch raus. Ja. Das sollte dann eigentlich zu viel sein. Von Nitrat. Genau, ich mache es nicht mehr. Ich habe es früher empfohlen, leider. Und die menschlichen Exkremente nehme ich generell nicht für menschliche Nahrung. Das schockt manche Leute aus der Komposttoilettenszene, weil die sagen, hier immer Urin an die Tomate. Ich möchte keine Tomate essen, die mit dem Urin von jemand anders gewachsen ist. Für mich selber könnte ich da ein Medikament draus machen. Ne? Das ist dann Urintherapie. Aber es ist halt einfach, erstens sind Pharma-Rückstände drin, die Rückstände der Pille sind da drin. Und es gibt auch Gründe, Rudolf Steiner hat das gesagt, menschliche Ausscheidungen nicht an menschliche Nahrung für mindestens 7 Jahre. Es muss durch die Wandlung gehen.
Und deshalb, es gibt genügend Plätze, wo man jetzt Bäume pflanzen kann und so, da ist dieser Kompost auch brauchbar, aber Urin ist eine Mineraldüngung mit allen Nachteilen der Mineraldüngung. Urin auf Holz mit holzigem Material kompostieren und dann entsteht ein fantastisches Bodensubstrat, mit dem man dann halt Bäume zum Beispiel pflanzen kann. Ne? Ich meine eigentlich auch, wir geben das auch die Bäume und die Sträucher, ja. Aber mir geht es um die Nitrat, was zu viel ist. Und ich habe jetzt kürzlich gehört, dass wenn man die Urin mit Löschkalk vermischt, schüttelt, dass es sich dann erst richtig gruselig, anreichert. Völlig falsch. Ah ja? Weil da kommt das Ammoniak raus, dann geht es in die Atmosphäre weg und es stinkt wie verrückt. Urin muss man sauer halten, dann riecht es nicht. EM rein, ein bisschen Fruchtabfälle oder so. Aber Urin immer da dran geben, wo viel Holziges ist. Ne? Und mit dem Holz zusammen wird es genialer Dauerhumus. Bilden sich graue Huminsäuren und so, die man sonst kaum kriegt. Und die Männer, die irgendwo am Waldrand pinkeln oder so, immer auf Holz pinkeln. Ja. Und ein Umsetzungsweg ist halt die ganzen Brennnesseln, die wachsen dann, oder Comfrey, Beinwell, das dann kompostieren. Dann ist schon mal ein Umwandlungsschritt. Ne? Aber das Holz muss dabei sein. Und ein guter Boden nimmt das auch leichter auf. Ne? Das Mineralische wird sehr schnell dann auch in Organisches umgesetzt, wenn das Bodenleben brummt. Ne? Ja, dann der nächste Punkt ist halt die minimale Störung des Bodens, hatte ich jetzt angesprochen. Da gehört aber auch dazu, dass man die, wenn man große Geräte hat, dass man die gleichen Fahrspuren immer nimmt. Die Uni Kiel hat da Untersuchungen gemacht. Und es wird normalerweise über ein paar Jahre wird 70% des Ackers mal irgendwann von schweren Geräten befahren. Und damit ist der halt sehr, sehr geschädigt. Das geht für immer, das kriegt man kaum noch weg. Und da halt über GPS immer gleiche Fahrspuren. Und da kann man dann halt letztlich dafür sorgen, dass man die Verdichtung an der gleichen Stelle hat. Die ist zwar auch nicht schön, aber dafür verdichtet man nicht jetzt so viel. Das haben die Geräte eh drin, also die größeren Geräte haben sowas, das ist jetzt nicht exotisch. Ne? Dann dauerhafte Bodenbedeckung, auch im Winter, Schutz vor Wind und Raum für Nützlinge in den Hecken und auch im Agroforst. Und dann die hochdiverse Gründüngung und das ist einer der wichtigsten Punkte überhaupt. Und da ist einer der Leute, die Weltklasse sind, der Christoph Felgentreu bei der IG Gesunder Boden, fantastische Vorträge im Internet, YouTube, kostenlos. Wenn das interessiert, schaut es euch an. Ist wirklich, wirklich genial. Und die Gründüngung sollte bei bestimmten Fruchtfolgen über 16 Arten haben. Das geht aber nicht überall. Also im Gemüsebau darf man das nicht so machen, weil dann hat man vieles, was halt das Gemüse dann hinterher überwächst. Es sollte aber auf jeden Fall irgendwas dabei sein, was sehr tief runtergeht, damit man das. Das ist nämlich der Kompost, der sich selber bildet, ne? Weil die Wurzel im Boden, die wird sich selber bilden und damit hat man dann Bodenbelebung auch sehr tief. Ein wichtiger Punkt bei Gründüngung: niemals Senf. Senf macht den Boden kaputt. Ne? Christoph sagt immer: Senf gehört auf den Teller, aber nicht auf den Acker. Und Senf ist eine der großen Gründüngungen, ne? Auch wieder so bekloppt, ist traurig. Ne? Ja, dann die Produktivität erhalten, weil damit viel Wurzelmasse erzeugt wird. Photosynthese geht zu 2/3 ans Bodenleben. Und wenn da jetzt irgendwelche Bakterien sind, die nicht so pflanzenfreundlich sind, die fressen das einfach weg und gibt nichts zurück. Bei dem Pilz, das ist ja einfach ein Austausch. Ne? Das ist, die kriegen Zucker, die Pilze, und dafür liefern sie Molybdän aus der großen Bodentiefe, wenn das gebraucht wird. Oder sie liefern Wasser. Wenn das mit dem Wasser nicht geht, übers Bodenleben, dann wäre wahrscheinlich die Welt schon eine Wüste. Weil man sieht ja auch bei der Dürre, da wird dann gesagt, ja, alles trocknet aus und schlimm und so weiter. Ja, Moment mal, aber wenn man genauer guckt, da gibt es Gegenden, da steht alles gut da. Ne? Wo das Bodenleben in Ordnung ist, wo es beim Regen halt richtig das Wasser in die Tiefe kam und so weiter. Und wo die Pilze sind, die können tief runter das Wasser hochholen. Und das ist halt einfach, da wo die Böden kaputt sind, ist Dürre sehr, sehr gefährlich. Das erleben wir jetzt viel. Und deshalb ist auch das da der Weg. Ja, und die hohe Produktivität heißt auch, ich habe viel, was ich auf den Markt bringen kann.
Und das ist natürlich dann entscheidend, damit man das auch weitermachen darf. Ja, die Tierhaltung im sinnvollen Verhältnis zur Ackerfläche, dabei Portionsbeweidung. Und das ist dann halt die Gründüngung, kann man beweiden, hat man eine Doppelnutzung, dann kann man es auch als Futter nutzen. Wenn man Tiere hat, ist zum Beispiel, wenn mal eine Frucht versagt, dass halt zum Beispiel irgendein Getreide nicht ausreift oder irgendwelchen Gemüse wird nichts, dann schickt man die Tiere drüber und hat man halt das als Futter genutzt. Ne? So hat man nicht mehr so leicht Verlust. Ja, diese Ansätze sind synergistisch. Also man kann nicht einfach nur das Pflügen weglassen, sonst nichts machen. Das wird nicht gelingen. Insofern, das ist schon auch ein Aufwand. Ne? Man braucht andere Geräte und deshalb mit anderen zusammentun, über einen Maschinenring gucken. Es gibt ganze Grubbertage inzwischen, wo man guckt, welche also Grubbern ist so Oberflächenhacken sozusagen. Ne? Das ist übliche Bearbeitungsweise. Und ja, den Bodenzustand prüfen mit Spaten, mit einer Sonde. Es gibt so Sonden, die kann man in den Boden drücken. Dann merkt man, oh Moment, hier geht es nicht weiter, da ist eine Verdichtungsschicht. Manchmal muss man einmal durchbrechen mit so einem Tiefenlockerer, dann tief wurzelnde Pflanzen reinsetzen und wenn die Wurzeln erstmal durch sind, dann kann auch überall weiter das gehen. Und dann halt auch Vergleich mit ungestörten Böden, natürliche Böden, wie sehen die aus, wie sieht der eigene Boden aus. Ja, das ist im Grunde so der wichtigste Überblick und da die Anwendung mit speziellem Boden, Klima, Wetter, gewählten Früchten etc. und so weiter, ist eine hohe Kunst, mit Teilflächen anfangen. Also es macht keinen Sinn, den ganzen Betrieb sofort umzumodeln, weil es klappt mal immer was nicht. Also erstmal mit einem Teilschlag anfangen da und mit Nachbarn zusammen, dass jeder was ausprobieren kann. Und hier ist die wissenschaftliche Publikation über die Allgegenwart der Elemente. Und das ist Dr. Ida Noddack von 1936. Da war Forschung richtig, richtig gründlich und man hat wirklich die Grundlagen angeguckt. Und sie hat eine extrem feine Analyse gemacht von dem, was in den Gesteinen an Elementen ist und hat die wunderbare Entdeckung gemacht, dass in allen Gesteinen letztlich auch alles drinne ist. Aber es braucht halt ein gutes Bodenleben mit Pilzen, dass das aufgeschlossen werden kann. Ne? Die Bakterien können das nicht. Die Pilze können aber auch tief runter da was hochholen und so weiter. Und das ist eine super gute Nachricht. Aber wie gesagt, um das System erstmal zu starten, muss man erstmal was einbringen. Und da sind diese Blattsprays eigentlich gut. Dann ein paar Bilder zum Praktischen. Gründüngung, runterwalzen, Direktsaat. Direktsaat gibt es auch in groß. Viele sagen, es geht nicht ohne Glyphosat, was nicht stimmt, weil es machen sehr viele ohne Glyphosat. Oh, hier diese Tiefenlockerung, den Geoman Keyline Tiefenlockerer, das kann man dann so 80 cm tief, da kann man diese Verdichtungsschichten aufbrechen und das braucht man nur einmal machen. Ne? Und dann kann man halt da den Boden aufbauen. Dann gibt es hier der Betrieb von Josef Häkler, der ja leider nicht mehr lebt. Aber er hat noch YouTube-Videos hinterlassen, die sich sehr lohnen. Und das ist hier, er ist auch bei Interessengemeinschaft Gesunder Boden zu finden. Und wir waren auf seinem Betrieb mit meiner Bodenforschungsgruppe und der Boden war klasse. Er macht das seit 6 Jahren. Er hat als Biobetrieb angefangen, auf regenerativ umzusteigen, was schwieriger ist. Es ist leichter, erstmal pfluglos zu werden und dann mit den Bioziden langsam aufzuhören, als umgekehrt. Aber es geht auch. Es ist ein bisschen mehr ja, Risiko. Und es ist die Regenerativleute, die sagen, das Wichtigste ist, die Natur zu beobachten. Immer wieder gucken, was ist da, was passiert, wie steht die Pflanze, was ist im Boden los. Mikroskop besorgen, das dauert lange, bis man da was mit anfangen kann, aber das kann dann auch sehr viel bringen. Und der Boden war klasse, wir konnten ihn alle blind unterscheiden von den Nachbarböden, die gepflügt sind. Ja, Erinnerung nochmal, das sind die wesentlichen Punkte hier, ne? Diese wahnsinnshohe Biologie da über diese Johnson-Zoo-Komposter. In Deutschland Stefan Lehmann, der ist glaube ich so ziemlich Weltklasse mit Kompostierung, macht auch Kurse, macht leider nicht so viel öffentlich, den findet man nicht so leicht, aber der macht so 5 Komposte mit verschiedenen Milieus.
Und der arbeitet auch mit der IG Gesunder Boden zusammen. Und die Ansätze, über die ich jetzt spreche, waren bis in die 1950er noch teils bekannt. Und die alte Literatur zeigt, okay, das war auch schon mal da. Und die Demeter-Prinzipien sind am nächsten dran, weil das ist halt diese Wichtigkeit von Kuhdung. Ein Demeter-Betrieb muss immer Kühe im System haben und das ist absolut richtig. Das ist schon genau auf dem Weg. Und jetzt noch, bevor ich zum Ende komme, ein paar Worte zum, wie man messen kann, ob man erfolgreich ist. Das Einfachste, wie schmeckt's denn? Wenn es richtig lecker ist, dann ist das Bodenleben wahrscheinlich schon gut in Ordnung. Ne? Also die Spurenelemente, die sind auch für Geschmack zuständig. Und eine gute Pflanze sollte auch eine gewisse Zahl Bitterstoffe haben, die für uns sehr gesund sind, die dann so einen spezifischen Geschmack bringen. Wenn man jetzt ein Messgerät haben will, dann holt man sich so ein Refraktometer, wie im Weinbau verwendet wird, ne? Diese Öxle-Messung. Der Wert heißt eigentlich Brix. Und es gibt halt in der Szene so ein... so diese magische Grenze von Blattsaft sollte über 12 sein. Also der Brix-Wert von Pflanzenblattsaft, das ist gut vergleichbar über alle Pflanzen. Die Frucht ist sehr unterschiedlich, aber die Pflanzenblattsaft ist vergleichbar. Wenn man über 12 ist, hat man ein geniales Produkt. Und wenn man da drunter ist, kann man noch verbessern. Im Gewächshaus kommt man nicht über 12. Das ist halt auch eine Einschränkung. Also Sonnenlicht hat schon eine besondere Rolle. Und das ist halt ein einfaches Gerät, das kostet 70, 80 Franken oder so. Und die Kunden werden das mehr und mehr machen. Ne? Also wenn dann jemand halt mit seinem Messgerät in den Bioladen geht und sagt, hier, da die Ware von dem Hof hier, das ist zwar Bio, aber da ist ja nichts drin. Das ist dann wird es Zeit, umzustellen. Ja, und der Dan Kittredge, der hat auch so ein Handspektrometer sogar entwickelt. Das ist Hightech-Analytik, die man aber in der Hand halten kann. Open Source, kann man bauen. Kostet so 400-500 €. Also die Kunden werden mit sowas kommen. Ne? Und dieser Spurenelemente-Mangel ist belegt. Also es gibt genug Forschung, die zeigt, dass die Spurenelemente sehr, sehr viel weniger geworden sind in der Nahrung. Und das ist etwas, was man jetzt beobachten muss. Und das macht halt Stefan Hügel. Die haben jetzt hier so ein Röntgenfluoreszenzspektroskop gekauft. Der ist jetzt da, seit August. Und das Gerät kann im Grunde die ganze Palette der Elemente. Und dann kann man ganz genau gucken, was da ist, was da fehlt. Und das dann über Blattsprays zum Beispiel zusetzen. Ist genial. Also es ist halt, wir wollen auch dann mal so Messkampagnen machen. Also wenn in der Region da Interesse ist, kann man vielleicht auch mal dann eine Reise machen oder so. Und die Spurenelemente wirken sehr stark zusammen. Manche sind, ja, schließen sich gegenseitig aus, manche verstärken sich gegenseitig. Also man sollte die ganze Palette zusetzen, auch wenn man was einnimmt. Nicht nur Zink einnehmen, weil sonst haut man sich Selen und Kupfer raus, sondern die ganze Palette. Und sowas hat er auch entwickelt. Da ist die Internetseite mineralienwende.de. Die Website ist leider noch nicht so richtig gut, aber da ist viel Spannendes drin. Und da kann man mitwirken in der Forschung. Das ist ein Forschungsverein. Und hier auch da der Hinweis nochmal, Blattspray kann man auch im eigenen Garten machen, weil da will ich natürlich das Hochwertigste produzieren. Und das kann ich dann auf dem Balkon. Ne? Da kann ich so ein Blattspray da auf die Salate geben und dann habe ich da die hochwertigste Nahrung, die man nirgends im Laden kriegt. Es gibt auch Beobachtungen, da wächst kein Gras mehr. Es gibt Einflüsse von Störungen, von Traumatisierungen von Gegenden. Wenn irgendwo ein Schlachtfeld war, wächst da oft nicht mehr. Und da muss man geomantisch gucken. Auch die Erdmagnetlinien, das ist dann sogar wissenschaftlich auch messbar, spielen eine große Rolle. Portionsbeweidung habe ich angesprochen. Das ist etwas, was traditionell zum Teil gemacht wird, aber wo es halt einfach darum geht, die Tiere haben für einen Tag eine Weide und am nächsten Morgen dürfen sie weiterlaufen, rennen dann rüber, freuen sich richtig, fressen dann von allem und rotten nicht ihre Lieblingskräuter aus, wie die das auf einer großen Weide tun und machen eine richtige Intensivdüngung und dann kann der Boden sich aufbauen. Das macht hier Gabe Brown so, ne? Die Gründüngung wird richtig massiv beweidet, hohe Dichte.
Hanfanbau ist wieder am Kommen, große Nachfrage, aber bis Textil braucht man 5000 Hektar in einer Region, weil die Geräte teuer und aufwendig sind. Esskastanienkultur unbedingt mehr machen. Also für mich ist Agroforst mit Nahrung, Esskastanien und so weiter. Hendrik Gäde ist Weltklasse, die haben eine Baumschule gemacht, wo die jetzt wirklich gute Arten haben, die nicht mehr diese Krankheit kriegen. Überspringe ich. Agroforst halt hier die Baumreihen im Feld. Professor Martin Wulff hat das sehr stark gemacht. Es zeigt sich jetzt bei der hohen Trockenheit, dass die Agroforstreihen haben, stehen viel besser da. Ne, weil da hat man da eine gewisse Beschattung, es sind Wurzeln, dass das Wasser im Boden auch gehalten wird. Und jetzt eine sehr weitgehende Agroforst-Systematik hat Nature Fund erarbeitet, Katja Wiese aus Wiesbaden in Deutschland, und die haben da spannende Sachen in der Internetseite. Wenn man Agroforst macht, kann man auch Holzgastechnik machen, und Holzgas ist die Bioenergie, die wirklich ökologisch sinnvoll ist. Wenn man aus Lebensmitteln Sprit produziert, ist das eine Sauerei. Also das ist wirklich was den Hunger in der Welt verstärkt. Und das sollte sofort aufgehört werden. Deutschland ist da unrühmlich, die haben das so vorangebracht und es ist katastrophal. Oder auch das Bioethanol. Ja, dann die Therapreta überspringe ich mal. Man kann bei der Kompostierung auch Holzkohle mit einbringen. Gleiche Prinzipien für Acker- und Gartenbau. Ne? Also das, was ich hier gesagt habe, kann man auch im Gartenbau so einsetzen. Dan Kittredge hatte ich genannt, da kann man gucken. Und jetzt ein paar Bücher, die man brauchen kann, jetzt zum Schluss. Miraculous Abundance, das ist das, der Betrieb Bec Helloin in der Normandie. Die sind weltbekannt geworden über diesen Film Tomorrow. Und in Frankreich ist eine Riesenwelle entstanden, dass da sind Zehntausende von Leuten immerhin. Ganze Busse kamen, mehrere Busse am Tag kamen zum Teil. Ich habe gehört, ich habe leider keine richtige Quelle dafür, aber das war mehr so vom Hören, dass in Frankreich wollen 80% der Jungbauern oder der Jugendlichen, die auf Höfen aufwachsen, so wirtschaften. Ne? Und das ist eine gute Nachricht. Ja, und dann, wenn man Gemüsebau richtig kommerziell machen will, erfolgreich, das ist halt Biogemüse erfolgreich direkt vermarkten, das ist diese Market Gardener Bewegung. Und die ist großartig, nimmt zu. Und die Market Gardens dann zusammenzubringen, dass halt viele in einer Gegend sind, dass es Spaß macht, dass genug Leute da sind, das ist halt in meinem Buch drin, auch im Neuen. Und das ist die Idee, dass dann halt die Leute gemeinsam vermarkten können, auch ein interessanteres Leben da haben. Ne? Viele sind isoliert irgendwo und dann ist halt öde. Ne? Da, die Kinder finden niemanden zum Spielen und so weiter. Und hier der Hinweis, Interessengemeinschaft gesunder Boden. Dann ein paar Hinweise, da ist die oben. Dann hier Adrian Rubi ist hier dabei, Halterhus. .ch muss da noch hinter, sorry. Bei meinem Institut gibt es wissenschaftliche Publikationen, Doktorarbeiten, sehr interessante. Die Bodenuntersuchung oder Pflanzensaftuntersuchung, das schicken alle, auch von USA, zu Nova Crop Control in Holland. Und dann halt gibt es auch einen Bodenfruchtbarkeitsfonds, also es gibt auch Förderung. Und mit diesem Klimathema kann man auch Geld einwerben für die Bodenverbesserung. Das sollte man in der Landwirtschaft tun. Ja, das hier, Neues Dorf, mein Buch. Das neue Buch habe ich jetzt auch hier. Und es soll eine Zusammenwirkung sein zwischen Gemüsebau, kleinräumiger Landwirtschaft, Agroforst und so weiter. Und dann können die Landschaften noch viel schöner werden. Ihr habt es hier eh schön in vielen Gegenden. Aber im Seenland ist da eine relativ brutale Landwirtschaft. Da ist noch viel Raum für Verschönerung und weniger Einsatz von Bioziden. Und ja, das ist so das, was ich hier rüberbringen wollte. Zusammenfassung so ein bisschen hier. Lebensgrundlage Humus muss aufgebaut werden. Die guten Nachrichten habe ich gebracht. Es gibt Projekte massenhaft, Tausende, Zehntausende toller Projekte, wo die Böden schon viel besser werden. Europa ist katastrophal, weil in Europa muss das sich noch rumsprechen.
Klimawandel ist im Wesentlichen Bodenzerstörung. Wenn man die Böden wieder aufbaut, wird das Klima sich wieder einbalancieren. Die, für die der Teilaspekt CO2 wichtig ist, das macht man locker mit weg. Da braucht man keine Anlagen für, die 30% Energie vom Kraftwerk wegnehmen und CO2 in den Boden pressen und so ein Unsinn. Das ist alles Kommerz. Da wird Geld abgegriffen aus Steuergeldern. Und das kann man mit dem Boden sehr viel einfacher machen. Da bringt es aber auch mehr Nahrung, das regeneriert das Wasser und so weiter. Ja, es gibt viele gute Wege in der Landwirtschaft, klare Prinzipien, fluglos und bio und Anpassung am Standort, hohe Kunst, Forschungskreise machen. Und wir brauchen im Moment sehr viel mehr Pioniere. Es ist ein Mangel an Leuten, die in einer Region anfangen. Und das ist schade, weil das ist halt einfach das, was jetzt ganz, ganz dringend gebraucht wird. Wer sich da berufen fühlt, informiert euch, tut euch zusammen. Nächstes Wochenende haben wir eine Veranstaltung, wo wir die Details besprechen. Adrian Ruby wird da sein und da könnt ihr dann halt auch Kreise bilden. Und man kann auch, so wie ich das mache, dieses Thema halt über Vorträge rüberbringen. Das Interesse ist da und wenn man sich ein bisschen auskennt, braucht es einfach viele Leute, die das machen. Und es ist immer gut, wenn man das macht, wo man denkt, ja, das ist genau das, was ich wirklich, wirklich will. Und auf dem Weg bin ich selber. Ich mache das mit Begeisterung und das ist halt einfach so, dass wir mit Freude arbeiten sollten. Ja, grüne Erde, Wasser und Nahrung im Überfluss. Klima ist ausgeglichen durch gesunde Böden, Dauerbewuchs. Absolut machbar und profitabel für die, die die Arbeit machen. Dankeschön.